So, da haben wir den hübschen Windelmann. Und dann geht er da, wo ist er? Da ist er. Hallo! Du klingst wie Arnold Schwarzenegger. I like to go to the gym and get pumped. Get to the chopper. Get to the chopper. Einen wunderschönen guten Abend dir. Okay, einen wunderschönen guten Abend. Ich teste gerade hier ein bisschen, aber das siehst du nicht. Du testest gerade mit Steinen. Irgendwas, wie man hat, das ist aber Foundation. Ich wollte einfach nur wissen, wie hoch man das aber bauen kann, diese Foundation halt, weil wir werden umziehen, Highcliff. Das habe ich schon gehört oder gelesen. Ja. Wir werden umziehen, Highcliff. Ich weiß, du wirst mich hassen, aber wir werden umziehen, Highcliff. Oh Mann. Warum? Aber ich werde dir gleich sagen, warum und weshalb, weswegen, weil wir. Sie werden mir einfach, locken sich einfach erstmal ein. Ich locke sie erstmal schön entspannt ein und dann. Tu ich. Man hört mich nicht, sagt Caro. Warum hört man ihn nicht? Keine Ahnung. Achso, weil er wahrscheinlich, warte mal, excuse me. Ich muss das gerade auch immer wieder neu als Quelle hinzufügen, komischerweise. Jedes Mal. Das liegt wahrscheinlich wieder, weil hier das. Wo ist es denn? Audio? Und klick ganz schön. Audio. Ich glaube, es ist Global Audio. Warte mal. Eigenschaften? Okay. Können Sie. Du hast jetzt. Ist das ein schwarzer Bildschirm? Was sagen wir denn? Sag gar nichts mehr. Hallo. Highcliff? Ja. Verarscht er mich jetzt gerade? Ich höre ihn auch nicht mehr. Ich höre dich aber. Warum hörst du mich nicht? Hä? Hallo? Achso, Mann, ich höre dich doch. Hallo? Ich weiß nicht, warum du. Weil du gemutet warst? Hallo? Ich war nicht gemutet. Ich habe nichts gemacht. warum ist schwarz bei dir? Warum sieht man von dir nichts mehr? Hört man ihn? Ja, weil ich hier Scheiße nochmal in dem. Warte mal, irgendwas ist hier. Irgendwie. Was hast du getan? Discord? weil ich das ausgewählt habe, oder was? Warte mal ganz kurz. Nein, das will ich nicht. Ah! Einmal mit Profis. Nö. Ja, einmal bitte. Nein, abbrechen! So. Discord? Jetzt. Glaube ich. Ich habe halt immer dieses globale Ding da irgendwie. Ups. Mhm. Globale Audio-Ding. Da müssten sie jetzt zu hören sein. Hört man mich denn jetzt? Gib doch mal Rückmeldung. Können Sie noch. Man hört ihn nicht und man sieht mich nicht. Ja, okay. Hallo? Kann man ihn jetzt hören? Hallo, werte Zuschauer. Kann man den Sir Highcliff den ersten hören? Ich fange gleich an zu singen. Überlegt euch das gut. Nein? Warum nein? Fuck that das ist, shit. Das ist komisch. Warum? Hast du denn einen Ausschlag als Quelle? Nee. Verstehe ich auch nicht, warum ich den nicht habe. Einen Ausschlag. Warte mal. Irgendwas ist hier. Warum aber nicht? Mikrofon? Minecraft? Audio? Game Audio? Discord. Irgendwie wird das Ding nicht angezeigt. Ich weiß nicht warum. Discord ist irgendwie nicht da. Verstehe nicht. Verstehe nicht. Eigenartig. Ich verstehe es wirklich nicht. Und du hattest sonst die Probleme nicht, oder? Nö, also
Weil sonst hat er scheinbar das immer erkannt, was er will irgendwie, aber... Ja. Discord. Funst jetzt. Was funst? Leck mal, oh. Ist doch, ja, dass es jetzt geht, scheinbar. Hört man ihn jetzt wirklich? Sag mal, mal was die in den Chat schreiben müssen. Sag mal eine Zahl, die sie in den Chat schreiben müssen. 3.1230.859,367895. Wenn irgendwas nicht stimmt von der Ziffer, dann weißt du ganz genau, sie haben gelogen. Das ist 7. Fast. Lass ich gelten. Okay. Also, Sir Highcliff, der Nackige. Sie sehen ja, dass ich aufgestiegen bin. Ich wurde vom König zum... Was ist denn mit dir passiert, bitte? Ich wurde befördert. Zu was? Und du hast eine Strumpfhose an. Vasallen... Ja, ich hab doch keine Lederhose, Entschuldigung. Ja, hallo, du hast eine Hose, also ich bitte dich. Aber gucken Sie mal. Der Umhang ist cool. Ja, aber gucken Sie mal bitte hier, gucken Sie mal bitte in diese Kisten hier rein. Ja, ich gucke. Und dann nehmen Sie sich mal raus. Ah, Und siehst du, ich will meine Lederhosen auch craften, aber ich kann nicht, weil ich nämlich nicht genügend Zeug habe. So, aber ich war eigentlich unterwegs für was anderes. Und zwar für Rough Glass. Man kann auch sogar noch mehrlagig anziehen. Ist ja interessant. Yes, you can. Wahnsinn. Okay, ich brauche schon wieder eine neue Kiste. Das kann nicht wahr sein. Diese ganzen Kisten, die machen mich wahnsinnig. Ist ja Wahnsinn. Ja. Wie geht's dir? Bist du bereit, die Welt zu erobern? Ja, so ein bisschen. Ich muss sagen, der gestrige Abend, der steckt mir noch so ein bisschen in den Knochen durch den verkackten Wecker, der heute früh kam. Das ist so... Ein bisschen anstrengend heute früh, aber sonst geht's mir so okay, gut. Okay, ich sag dir so, wie es ist. Heute wird es bei mir auch nicht so ewig lange werden. Also, ja, klar, länger wahrscheinlich wie du, aber... weil ich habe nämlich heute auch reingeslackt, heute Morgen einfach richtig reingeschissen das Essen, so wie man so schön sagt. Denn ich muss ja Videos schneiden eigentlich. Und so, dachte mir, ich lock mal kurz ein und mach mal hier die Kohle-Dinger einfach nochmal voll. Anderthalb Stunden später. Tudüm. Jetzt musst du aber aufhören, weil sonst gibt's Probleme. Oh Mann. Also du hast jetzt halt den normalen Umhang halt nur den, ich habe jetzt halt, manche Sachen sind auch doppelt und dreifach da drinne, weil ich irgendwie Skillpunkte machen musste und so weiter und so weiter. Gut, ich bin happy, alles gut. Du müsstest aber auch ein Schwert und so alles haben. Schwert habe ich schon quasi ausgerüstet. Du musst nur aufpassen wegen dem Schild, ich weiß nicht, was es war. Ich habe das Schwert angelegt und hatte den Schild gleichzeitig irgendwie. Und also ich hatte erst den Schild und habe das Schwert angelegt und dann war das Schild plötzlich weg einfach. Okay. Und der ist wirklich ganz weg. Also keine Ahnung, ob das nicht gleichzeitig ging oder was, aber das war so ein bisschen scheiße. Ich guck gleich mal. Ich muss mich erstmal zu Ende einkleiden und dann guck ich mal. Das mit dem Schild, das soll irgendwie eine Tastenkombination geben, ich glaube mit Steuerung oder so. Und dann kannst du auch so einen Schildschlag quasi machen, um die Gegner zu stunnen. Der soll sehr, sehr gut sein. Du kannst auch mit deinem Schwert, was du jetzt in der Hand hast, wenn du sobald du es in die Hand nimmst, kannst du auch eine Spezialattacke machen. Also die haben Waffen richtig und so haben richtige Spezialattacken. Okay. Mit Control und dann die Geschichte. Ja. Okay, irgendwie deine Hose gefällt mir. Warum? Warum deine Hose so gut aus und meine sieht so scheiße aus, sag mal. Du hast halt Strumpfhosen an. ich habe eigentlich auch Kettengedöns an. Glaube nicht. Ach, ich habe hier noch einen Hut, falls du mal in deiner Freizeit hier durch die Gegend. Komm, ich habe dir auch hier extra was hier schon, was ich dir hingestellt habe hier. Guck mal. Ich wusste, dass das genau deins ist.
Ich hab's gesehen. Ich hab sofort gesehen, ja. Da steht zwar der falsche Begriff drauf, ja. Aber generell ja. Ja, ja, aber hier, guck mal. Ja, ich gucke. Da also kannst du den Hut, den kannst du dann dazu anziehen, wenn du magst. Ich kann ihn noch da drüber ziehen? Nee, ich glaube, das geht nicht. Das probiere ich jetzt. Der Tausch, also Hut ist, glaube ich, nur ein Slot. Nee, ist nur ein Slot, glaube ich. Schade. Hut ist nur ein Slot. Ja, ja. Ja. Naja. Nee. Ja, nee, okay, naja. Aber fast. Oh, fast, gut. Gut. Ich brauche immer noch Lederhosen. Was bist du denn gerade? Ich keine. Ich bin angezogen. Ich hab Kettenhosen. Wo sind die denn? Warum trägst du die nicht? Warum hab ich die jetzt geklaut? Nee. Ich hab auch Kettenhosen an, aber irgendwie. Weiß nicht, ob ich die einfach nur umtauschen muss, die beiden Sachen? Nee, geht nicht. Also, ich trage scheinbar Kettendinger auch, aber irgendwie diese Schuhlinge da drüber oder was, keine Ahnung, was das ist. Okay. Gut. Jetzt würde ich einfach mal wegtun, dann ist das, dann sehe ich auch nicht mehr so beschissen aus. Jetzt kurz mal erstmal ein Inventar leer machen, ist ja Wahnsinn. Ja, aber nicht in den Kisten hier, die sind schon aufgeräumt. Erzählst du. Hau ab. Ja, wirklich, so ein bisschen was ist hier schon. So ein bisschen Sinn und Zweck macht das schon hier. Mittlerweile. Es gibt eine Sache, die müssen wir irgendwann mal bei Gelegenheit klären. Aha. Dass wir uns nicht, dass wir diese Berufe nicht stacken. Ich glaube, also ich weiß nicht, wie krass es nachher ist oder nicht. Ja. Ob es überhaupt einen Unterschied macht, ob man nicht eh irgendwann alles kann, das weiß ich nicht. Aber es würde keinen Sinn für die Welt machen, wenn man alles kann. Das stimmt. Finde ich. Auch weil dann gibt es halt keinen Sinn zu traden und so. Ja? Das ist richtig. Das heißt, ja, was wir für Jobs machen wollen. Ich hätte schon eine Sache, die mir gelegen kommen würde, die ich ganz gerne ausführen würde. Die da wäre? Ich würde Holz hacken wie ein Verrückter und quasi hausbautechnisch was machen. So, weißt du? Okay, warte mal, ich habe eine. Hast du die Schuhe? Hast du keine Schuhe? Doch. Okay, komm. Also eine Sache, ist dein Inventar leer? Nee, ich bin gerade dabei, das leer zu machen, aber es ist wenig Platz in den Kisten. Eigentlich sind die Kisten alle voll, weißt du? Ja, dann stell halt noch eine Kiste hin. Das ist, was das ist. Ich weiß auch schon nicht mehr. Also, um das irgendwann jetzt auszuschließen, der Gedanke ist folgender. Wenn wir umziehen. Aber dafür musst du erstmal dein Inventar leer machen, damit ich dir das zeigen kann. Ja, warte. Kraft. So, Moment. Es ist noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig, dass man der erst herstellen muss. Dann muss man dann mit diesem Hammer ins Inventar gehen und bla. Das ist ja, alles das noch ist so ein bisschen tricky. Ein bisschen komisch. Nicht durchdacht. Ja. So. Wir laufen einfach mit unseren gezückten Schwertern dann so durch dieses Dorf. Muss das komplett leer sein oder nee? Entschuldigung, ich hab. Naja, wir werden auf jeden Fall auf dem Rückweg dann schon mal ein paar Materialien wieder. Okay, mitnehmen. Dann muss ich noch ein zweites herstellen. Oder hast du nicht gerade mal in der Zeit mal gucken, ob ich dir eine Axt herstelle? Nee. Ach Mann. So funktioniert das nicht. Ich bin hier den ganzen Tag schon am Hin- und Herschieben von irgendwelchen Items. Das sehe ich, das ist alles voll. Iron Axe Head. Ich bin immer noch nicht gut genug dafür, glaube ich. Warte mal. Warte mal, Iron Axe. Brauchen wir Ingots? Habe ich noch Ingots irgendwo? Nur Zinn. No Ingots left there? Okay, dann müssen wir das halt irgendwie. Wie viel sind denn jetzt hier am Abgehen? Oh, doch, Ingots. Da, bla, bla. So. zwei. Mhm. Mach mal, guck mal, einmal. Jetzt bist du ready? Ja.
Okay, warte, dann gehen wir erstmal los, bevor wir jetzt 10 andere Sachen anfassen. So, okay. Dann folgen Sie mir bitte, junger Mann. Ich folge. Ich fühle mich gerade ein bisschen wie Batman. warum kannst du dein Schild halten und... Hä, verstehe ich nicht. Wo hast du das hingelegt, das Schild? Auf die Ziffern unten, auf die Leiste. Also es muss mit in der... Legt es euch daran, aber wie gesagt, mein Schild ist halt weg. I don't know why, aber ich habe das Schwert angelegt und mein Ding ist war weg. Hm. Das heißt, du kannst jetzt quasi, du kannst jetzt mit STRG die... Also, warte mal, wenn du das Schwert halt hast, das ist ja die Attacke, wenn du STRG gedrückt hältst, dann machst du diesen Stich oder was es ist. Der one-shottet auch so ein Schwein. Und der andere müsste das Schild halt sein. Puh. Ja, Richtung was hast du es denn? So, damit hast du schon... Achso, Ability ist Cooldown. Das Ding hat einen Cooldown, aber im Prinzip... Ja, so quasi das Block. Ja, ja, ja. Und das soll sehr, sehr gut sein, ja. Ich habe einen Bogen, aber keine Pfeile. Ist auch... Achso, warte. Ja, das ist gut. Lass erstmal das Viech da. Warte, wie... Achso, ich hab das einfach nur mal ange... Ich dachte, ich kann das one-shotten, aber war nicht so. Jetzt hast du das angepiekst, okay. Jetzt will ich das auch haben. So. Wo gehen wir eigentlich hin? So, also ich muss ja noch korrigieren. Wo wir hingehen? Ja. Oh, Achtung. Easy. Ich zeig's dir, wenn wir da sind. Okay. Nein, also ich habe ja schon ein bisschen, ich habe dir erzählt, dass ich heute Morgen schon mal eingeloggt bin, so weil ich nicht anders konnte, weil mich ja diese Sucht wieder gekickt hat. Aber das ist doch gut. Und, ich musste vielleicht auch nur einmal an das Spiel denken während der Arbeit, weißt du, so ab und zu. Permanent. Nur einmal. Einmal, aber dann halt lange, weißt permanent, du? Permanent, genau. Ja, Irgendwas brüllt. Oh, ha! Achtung, von hinten. Guten Tag. Also meinst du zu stunnen? Ich warte. Wow. Okay, wow. Okay. Nice. Ist doch gut. Was würde ich sagen gerade? Du warst. Ja, und da ist mir auf jeden Fall ist mir auf jeden Fall aufgefallen, dass ich bin ein bisschen rumgelaufen, weil ich dachte, okay, guckst mal ein bisschen nach Clay. Ja. Da waren schon viele Leute, waren schon unterwegs letzten Endes mit dem Clay und ich habe trotzdem natürlich ein bisschen mehr gefunden, weil es noch früher war. Dann kamen halt immer mehr Leute jetzt dann online irgendwann mit der Zeit und der Clay da vorne ist wieder so gut wie unmöglich, dass du was bekommen hast. Ich habe aber trotzdem die Taschen voller Clay und zwar, weil ich nämlich hier hinten hin. Ich bin einfach auf der Suche nach Clay gewesen, sagen wir so. Ja. Okay? Und dachte mir so, okay, dann läufst du einfach mal ein bisschen auf Erforschungstour, auf Erforschungsreise. Ja. Und dann bin ich hier hinten hingekommen. Mhm. Da baut schon jemand, ne? Und ja, hier, das kann er ja machen. Das ist noch nicht so weit hinten, wie ich gerne, wie wo okay, ich... Okay, wow. Es ist halt sehr schön grün, das gefällt mir schon mal. Die Kulisse ist schon alleine auch schon. Also deswegen, es war der Gedanke. Ich würde jetzt auch nicht einfach umziehen und sagen, okay, das ist jetzt gesetzte Sache, weil wir sind ja ein Team und da muss man natürlich dann auch diplomatisch sein und ja, so was. Ja. Was ich halt mag, ist, dass, also erstmal schon mal den Gedanken, dass man die Berge im Hintergrund hat. Ja, das finde ich gut. Mhm. Also im Rücken theoretisch haben könnte. Ja. Ja. Das heißt, da kann ja nichts passieren. Für so eine Burg ja eigentlich gar nicht das Schlechteste. Iron Forge oder was? So, nee, also nicht in den Berg, halt nicht reinbauen, geht ja nicht, aber könnte man. So ein bisschen. So. Was aber viel entscheidender war, ist, dass halt die Ressourcen, die hier sind, jetzt sind gerade irgendwie nicht so viel. Scheinbar haben die den Weg auch schon mehr Leute entdeckt mittlerweile, dass man hier sehr viel Stuff bekommen kann. Aber zum Beispiel hier alleine, guck mal, wie viel von diesem Zeug hier ist. Ja, von dem Flex. Aber weißt du, was wirklich für mich ausschlaggebend ist? Ich zeig dir was. Ja, ich bin komplett bei dir und weißt du warum? Komm hierher. Stell dich mal bitte mit dem Gesicht zum Berg.
Und jetzt stell dir vor. Zum Berg? Ja, du bist in deiner Burg, wachst morgens auf, denkst, ach, jetzt eine Runde craften, kommst auf deine Veranda mit einem Kaffee in der Hand, drehst dich um und hast das, okay, sind jetzt gerade Bäume, aber prinzipiell das als Aussicht. Also allein mhm. dieses Tal mit dem Wald da unten drin ist so saugeil, geil, ne? Dass ich... aber ich guck mal, bin, was jetzt... Ja. Hm? Also alleine jetzt schon mal. Du, wir gucken jetzt hier, guck mal, während wir labern, hier siehst du schon mal, guck mal, hier ist Clay. Das ist Clay, ja. Mhm. So, und das, was wir sonst die ganze Zeit nicht gefunden haben. Ja, also wann haben wir mal da vorne, wenn Primetime ist, Clay gefunden? Das stimmt. Nie. So. Und da gibt's irgendwie zwei, drei Spots. So hier alleine, das sind ja alles hier Materialien, die wir abernten können. Ja. Das sind Steine. Ja. So, hier. Ist die Frage natürlich, wenn wir irgendwie hier halt bauen, inwieweit das alles auch denn nachwächst, so, weißt du? Und du hast halt wenig gerade Fläche. Also, wenn du jetzt hier direkt an dem Berg dran bist, dann hast du halt eine ganze Menge Abhang, so. Guck mal, nee, also ich wollte, was ich hier sagen wollte. Ja. Guck mal, hier ist auch genügend Eisen und so. Also, die Ressourcen, die waren hier vorhin zumindest, waren die mega nice. Ich habe hier auch ein Gebiet geclaimed. Da sind wir gerade, also nur erstmal nur, dass ich das zur Orientierung hatte. Okay. Guck mal, das Ding hier. Naja. Aber okay. Wenn du jetzt zum Beispiel mal guckst, wenn du jetzt einfach mal guckst, den Hammer in der Hand hast und dann die Plots einmal anschaust, oder wo ist das hier? Plots. Und dann siehst du ja, dass hier kein Schwanz in der Nähe ist. Es ist keine Sau da. Die sind alle da, wo wir gebaut haben. Ja, ja. Letzten Endes. Das stimmt. Du siehst ja von hier aus leuchten. Hier ist da vorne der ganze war halt Wald einer, der gebaut hat. Ja, also wenn du noch höher gehst, das ist halt, es ist crazy, dass hier keine Menschenseele ist. Und natürlich sind die Ressourcen, werden die Leute natürlich sehr weit wandern. Guck mal, hier ist das schon wieder Clay auf der Seite hier. Wie sieht es denn da oben aus? Da sieht es irgendwie relativ gerade aus vielleicht. Ich gehe mal kurz gucken, was da so geht. So, deswegen habe ich auch schon getestet, wie hoch man diese Plattform da bauen kann, weil dann kannst du die ja selber begradigen sozusagen. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja, das würde schon irgendwie funktionieren. Natürlich nicht auf ewig, aber ich glaube, für eine kleine Burg passt das schon. Oder also wenn ich jetzt hier oben stehe zum Beispiel... Ich weiß nicht, wo du jetzt gerade bist, oder? Aber ich bin einfach nur hochgekraxelt gerade hier. Also da, wo wir gerade eben standen, nur nach oben. Das ist ja so gut wie gerade komplett, mehr oder weniger. Das ist ein bisschen hügelig, aber das ist eine große, schöne große Fläche hier am Hang. Ich habe halt oben aber auch welche gesehen. Da, irgendwas hat hier oben, aber bauen die auch da hinten? Oder? Jetzt guck dir das mal an, wie viele Leute da bauen, ey, Wahnsinn. Da hinten, hier oben auf den einen Berg da drüben, da sind welche. Ich weiß nicht, wie es da oben aussieht. Gut, hier ist natürlich jetzt mehr so die komische Steppe, ne? Hier ist nicht mehr so grün. Ja, also hier weiß ich nicht, ob ich so weit. Also wir müssen uns halt einigen, wo wir halt sein wollen. Also wir sind schon relativ am Arsch. Ach, hier bauen sie hinter uns quasi auch, okay. Also hier oben wird gebaut, ja. Na, okay. Aber guck mal, hier, es geht einfach hier auch. Selbst wenn wir hier, guck mal, da ist schon wieder Clay. Und dadurch, dass hier so, dass die Dichte hier so wenig ist, die Leute müssen halt bis hierher latschen, um das zu holen, wenn sie es so entdeckt haben wie ich. So, das machen die seltensten halt. Das stimmt. So. Und wenn wir aber hier schon direkt bauen, sitzen wir halt tatsächlich an der Quelle und kriegen unser Material auch ran, bis die Leute das entdecken, dass es hier so viel Material noch gibt. Und dann sind wir aber schon fertig mit unserer Burg. Ich finde es aber echt krass, man sieht, was da hinten alles los ist. Ja, ne? Das ist enorm. Also die Sichtweite ist ja mal extrem in dem Spiel, oder? Ja, ist geil. So, und alleine hier auf der Seite, man könnte natürlich auch weiter darüber rutschen. Wir würden, da hinten kannst du halt gar nichts mehr machen. Ne? Das ist halt der weiteste Weg entfernt an der Grenze. Da kannst du auch nicht runter irgendwie. Da ist ein Klippen. Also das heißt, man könnte, wenn man ganz oben auf dem Hügel da hinten bauen würde, könnte man da die Burg letzten Endes hinstellen und die wäre von ringsherum eigentlich safe. Dadurch, dass wir eh nicht safe sein müssen, weil kann dich ja keiner angreifen, aber weiß, was halt noch kommt. Ne? Aber rein optisch wäre das schon ganz geil, glaube ich. Ja.
So, und dann halt, wir haben natürlich dann, also den Nachteil, den wir halt hätten, ist, dass wir natürlich für Holz natürlich näher in den Wald rein müssen. Oder weiter runter. Ja, gut, so kann aber der Rest wissen. Mit Eisen und hast du nicht gesehen, ja. Ist halt. Ich mag halt auch so gerne so eine kleine Touren, weißt du, dass man einfach sagt, so, ich gehe zur Holztour. Ich mache jetzt meinen Inventar komplett leer, nehme Axt mit und dann wird nur Holz gesammelt. Genau. Ne, das ist okay. Ich mach den Spot hier mal weg. Ja, genau. Ich weiß gar nicht, wie remove ich jetzt den einzelnen Plot hier. Warte mal. Das ist eine gute Frage. Weiß ich denn, dass der. Hast du den gesehen hier, den Plot? Der war privat, ja. Ne? Du kannst den releasen, also du musst im Menü auf Plots gehen. Ja gut, ich wollte nicht den richtigen, wollte ich nicht, dass ich achso, ja, das Falschen ist, warte mal, wird das eigentlich angezeigt? Das ist der gewesen. Upsi. Ja, ist der richtige. Wir müssen die halt mal benennen. Ja. Und, also alleine von den Mats her lohnt sich das hier schon wegen Steinen, wegen Eisen Clay. Auch, Eisen vor allem. Eisen ist, hier umzuziehen, es ist der Wahnsinn, was ich hier an Eisen rausge... Es kann natürlich irgendwann noch mehr werden, dass hier doch welche Leute irgendwie noch hierher ziehen, was auch immer, ne? Aber ich denke mal, dann haben wir zumindest unseren Standpunkt schon mal. Wir haben einen guten Spot. Wir sind fertig dann, verstehst du? Wir haben dann unsere Steine schon gefarmt, unsere Clay, die wir brauchen. Also ich weiß nicht, ob das so geil hier ist. Hier ist mir das ein bisschen zu steppig wieder, muss ich sagen. Ja, tatsächlich. Ja. Wie wär's denn dazwischen, da wo es ein bisschen... Zwischen Hügel und Hügel mehr. Das ist halt der eine Dude ist da halt hinten, ne? Aber man könnte das machen. Was vielleicht auch eine Option wäre. Wäre noch näher an. Warte mal, mach mal die Karte auf. Ich mach mal auf, ja. Und siehst du da diesen, da ist dieser eine, was weiß ich auch, dieser Respawn-Punkt oder was ja, das ist? Ja. Ja, genau, an die fast an der Grenze dran ist. Also guckst du gerade bei mir? Ja, ich denke, ich bin auch gerade bei mir auf der Karte, ja. Hm? Okay. Und genau, und jetzt gehst du einfach die Straße runter zur Stadtgrenze, zur Landesgrenze. Hm. Und man könnte eventuell auch hier halt bauen, weil ich bin schon mal bei einer Tour einmal hier rumgelaufen. Okay. Also außen, also in das andere Gebiet rein. Und hier in diesen Gebieten scheint es Tier 2 Material oder komplett, also was irgendwie komisch ist, hier gibt es komplett andere, im Jura gibt es komplett andere Materialien als bei uns. Und hier gab es halt auch krasses, so Eisen, was schon Stufe 2 ist irgendwie. Ja, hätte man natürlich, was man dann machen könnte, ist, wenn man da näher da dran noch baut, hätte man den Weg kürzer letzten Endes auch in das andere Gebiet, weil hier kommen wir leider nicht runter. Endgame. Ich verstehe, ja. Nee, also nicht Endgame, aber dass man den Weg halt nicht so krass weit hat. Ja, so wenn der Spot das andere quasi auch hergibt, aber ich denke schon. Ich hole jetzt gleich mal das Eisen hier erstmal und Clay wieder einsammeln. Clay ist, das braucht mich, ist der Highclef braucht sehr viel Clay. Zum Bauen, gehört. Ja. Ja, und ich hätte dann, also, ich würde auf jeden Fall das Mining übernehmen, weil ich schon sehr weit bin, eigentlich. Mhm. Also, ich mache Holzhacken auch mal zwischendurch, so, aber das wird halt nicht meine Priorität sein. Oh. Ich würde halt dann für mich selber gerne halt so den Schmiedepart übernehmen, weil ich... Also, keine Ahnung, du kannst es natürlich auch machen. Wir könnten halt zum Beispiel sagen, dass einer Schwertschmied macht, einer macht Rüstungsschmied zum Beispiel. Du bist am Fighten. Sehe ich das erst. Ist er. Ah, das hat einen Cooldown. Ist irgendwie ein bisschen doof. Aber nur ein bisschen. Warte mal, ich weiß nicht, wo du bist. Da, okay. Oh, das Schild ist schon mal ganz gut. Mhm. Ich muss, das muss wirklich richtig das Ding timen und dann auch treffen, weil der Cooldown ist, ich weiß nicht, wie lange das ist, aber es wird doch nur so was angezeigt. Ich glaube, da unten. Doch, wird. Da genau, wo dein Bild über dem Schild wird das quasi angezeigt, ja, okay, verstehe. Okay, hier ist jemand am Jagen. Ja, du vereinzelt siehst halt Leute, die hier rumeiern. Ja. Na? Und die werden aber auch halt, wenn es unsere Base ist, schon. Okay, der ist mutig. Lädt sich halt mit Pfeil und Bogen mit so einem Viech an, ja, soll er machen. Ich muss ihn ja nicht töten, aber ich brauche ihn auch nicht helfen.
Ja, und der Gedanke für mich war halt so, wenn man, umso weiter man von dem anderen Getier weg ist, von diesem menschlichen Getier, ja, bin ich eh immer ein bisschen happier. Und wenn man die einfach sieht, wie viele Leute da im Kern gebaut haben beim Wasser und ganz ehrlich, wofür brauchen wir Wasser? Klar, für den Flintstone, wenn wir da halt mal irgendwas brauchen. Aber ja, gut, ich habe nicht so viele Rezepte gesehen, dass man jetzt so krass viel Zeugs braucht. Das ist ja ganz interessant. Ich weiß jetzt nicht, wo du bist. Schießt du da oben vom Hügel? Bist du das? Jo. Ja, komm mal runter hier. Hier unten ist nämlich wahrscheinlich der Typ, der gerade mit vollem Bogen durch die Gegend gelaufen ist. Der hat hier sein Lagerfeuer und so ein Kram, aber er hat das Gebiet nicht geclaimed. Okay. Interessant. Ja, und wie gesagt, hier geht der Weg dann runter zu den anderen, wo man andere Materialien noch gefunden hat. Das war schon ziemlich nice. So. Aber das ist so Zukunftsmusik. Ich weiß natürlich nicht, was passieren würde, ob man auch über eine Straße rüberbauen kann, dass man so sagen könnte irgendwann, okay, passt auf, Leute, wenn ihr hier durch wollt mit eurem Handelsscheiß, dann drückt mal ordentlich ab. Ja, geil. So. Ja, guck dich mal um, was du dir so vorstellen könntest als Spot. Hier willst du nämlich. Ich lass dir das jetzt. Ich lass dir das, ich wollte das nur. Also hier ist jemand, jemand gerade am Anfang am Bauen und da unten ist auch schon jemand am Bauen. Also du kannst dir das aussuchen. Ich wollte, warum ich hier nach hinten gehen will, weil hier einfach nichts los ist. Ja, wir können auch wieder gerne da hinten hingehen, wo wir hergekommen sind ursprünglich. Und hier auf das Ding halt scheißen. Ich meine, der Weg ist jetzt nicht so krass weit hierher. Wir könnten natürlich ja auch auf die andere Seite von dem Weg gehen, ne? Ja, aber dann hast du das Ding ist, dass wir halt nicht haben. Wir haben halt die, wir sind nicht so nah an den Ressourcen dran. Ne? Weil ich glaube, die Leute weit, kommen eher hierher. Meinst du? Naja, also. Aber wir stehen ja halt auf einem Hügel. Hier unter uns ist die Straße und auf der anderen Seite ist auch nochmal Hügel. Macht das einen großen Unterschied, ob wir jetzt hier stehen oder drüben? Nee. Also das nicht, aber ich würde, was geil wäre, wenn man halt einfach genau, wenn man die Straße, die genau Straße einfach zumachen könnte. Einfach ein Tor dazwischen. Und genau müssen, das. Der Weg läuft halt durch unser Anwesen durch. Ja. Lass das machen, ich bitte dich. Dann müssen wir aber jetzt schon anfangen, genügend zu claimen hier an Gebiet. Einfach so ein Streifen gucken, ob über den Weg drüber. Mal gucken, ja. Ich gucke mal. Bist du einfach da runtergehüpft hier? Natürlich. Okay. Ich kann den nicht claimen. Okay, weil wir mal wieder. Vielleicht ist es aber auch so, dass wir schon im neuen Gebiet sind. Musst du halt darauf achten, dass wir nicht in der Landesgrenze sind. Ach, wir sind sogar drinnen. Wir sind. Nee, ist alles gut, eigentlich. Okay, dann kannst du wahrscheinlich wirklich die Wege nicht claimen, genau aus dem Grund wahrscheinlich, dass sie gesagt haben, so mitten in das Ding. Je näher ich dem Weg komme, umso weniger kann ich, also wird er direkt orange. Geht nicht. Schade. Ja, okay, dann. Ja. Dann will ich mir aber eher hier an dem Hügel irgendwas suchen, hier oben. Aber willst du auf der Seite jetzt bleiben hier tatsächlich? Oder wieder nicht da hinten zurück, wo wir waren. Da war halt schon so viel so an Kram, oder? Wo war so viel? Ja, wo wir gar nicht gestanden haben. Und wollen wir den Typen, der sein Lagerfeuer hat, einmal den Spot klauen. Ich meine, wir haben noch nicht mal hier oben nicht geguckt. So. Lauf mal vor. So, ich meine hinten an den so, da war denn das? Weg vom Weg wieder, das meinst du? Ja. Achso, okay, ja, na klar. Lauf scheiße auf den Weg, so, weil wir eh nicht claimen können hier. Natürlich, na klar. Und lass uns da hinten einfach was Schönes aussuchen. Zum Beispiel diesen Ausblick ins Tal, den fandst du das so geil. Ja. Absolut. Ich würde ihn halt. Wir können natürlich auch das einfach so ins. Wir könnten die Burg natürlich auch ins Tal setzen. Aber das lasse ich dich jetzt entscheiden, weil du bist so der Baumeister hinter dem Ganzen. Ich will einfach nur hier hinten hin wegen den Ressourcen. Sag ich so, wie es ist. Ich laufe mal ein bisschen und gucke mir ein bisschen um, wo was geil aussehen könnte. Ich würde mir halt schon gerne einen Spot wünschen, wo auch andere dann irgendwie dran vorbeilaufen und sagen, wow,
Burg. Da haben sie was aus dem Boden gestampft. Aber die werden sie ja sehen vom von Weitem dann. Ja. So. Genauso soll es ja auch sein. Naja, und dann denkst du, oh, was haben die da hinten gemacht, die Schweine? Was heißt das? Wir müssen noch mehr Leute überzeugen. Wir müssen noch mehr Leute überzeugen, dass sie dieses Spiel spielen. Ja. Und dann nehmen wir einfach alle ihre Ländereien. Die dürfen bei uns mitmachen, aber die müssen alle anbauen. Genau, ja klar. Clan und so. Ja. Also was man auch machen könnte, ist, dass wir zum Beispiel für unsere Geschichte, dass wir 3-3 claimen nachher da oben, ja, für die Burg und ein für einen privaten Zweck claimen. Das heißt, wenn du zum Beispiel ein Haus am See haben willst, kleines, oder so, ein Haus am Wald haben willst, irgendwie so, könnte man auch so machen. Ja, kann man sich. Oder wir hauen halt alles auch komplett da rein in die Burg, aber das ist so. Das kann man immer noch gucken. Irgendwie müssen wir Caro überzeugt bekommen. Ja, das wird schwierig. Schon schön, die ist ja so schön versackt in Palia. Ja, die fängt irgendwelche Fische mit, irgendwie, der Fisch ist merkwürdig auf jeden Fall. Ah, okay. Dann sammeln wir. Machen wir eine Spendenaktion. Ich hab gar kein Geld. Man muss ja nicht übertreiben. Es ist ja, weißt du. Nee, ich hatte heute einen Besuch von jemandem Neuem im Chat und hab dem halt gesagt, okay, du, ich will dir keine Empfehlung für das Spiel aussprechen. Jeder kann selber bezahlen, was er will. Ich hab's gemacht, weil ich sie supporten will und hoffe, dass das Spiel geil wird. Sag ich einfach so, wie es ist. Aber wenn zum Beispiel Leute in den Clan dazukommen, es reicht ja auch schon, wenn man dann einen Plot dazu gewinnt für das Gesamte. Ja. Aber man hat zum Beispiel, man hat zwei Beine und zwei Hände mehr, die irgendwelche Ressourcen ran schaffen können. Das stimmt. Das ist ja auch nicht zu unterschätzen. So. Guck auf die Karte. Jetzt muss ich erstmal, wo ich bin. Okay. Ich kann ja schon mal meinen Claim hier hinsetzen. Und du kannst dann ransetzen. Guck mal, wie weit dann aber der nächste entfernt ist, weil da hatte irgendeiner versucht, ja zu claimen. Meine ich. Was wie wo? Also die kommen schon hier, ressourcenmäßig kommen die hier schon her. Ja, aber es hält sich, du setzt dich in Grenzen, wenn du überlegst, wie denn der Wald da aussieht, ja, bitte nicht. Ja, kriegst da gar nichts, du kriegst da nichts. Ja. Plot. So, glaube ich jetzt immer noch auf den richtigen hin hier? Ja, da ist er. Ich mach mir hier so. Wir müssen halt nur vorher gucken, dass wir halt zum Beispiel so eine Sachen wie diesen, ich weiß nicht, ob man auf den Stein dann da bauen kann, weißt du? Ob man den so einbauen kann? Die würde ich tatsächlich, das kann ich dir gleich erzählen, was ich so im Kopf, im Blick hatte, wenn du hier bist. Dann zeig ich dir das. Ah, du, eine natürliche Wand wollen sie schaffen. Besser. Wirst du gleich sehen. Ja, wir gucken mal. Aber hättest du Bock oder was, Caro? Ich meine, ich hänge auch nicht voll. Gerade in meiner Situation ist es einfach so, wo ich gerade sage, so, oh, okay, krank sein ist schlimmer als Hartz IV. Aber, ja nun. Wo ist er denn hin jetzt, der Heidkleff hier? Da oben sehe ich ihn. Guck mal, wie er thront da oben. Majestätisch. Bei mir. Das sieht aus wie eine Statue. Warte, das meinte B war das, ne? B war das, ja. Ich denke schon, dass ich mit euch spielen würde. Aha. Also, das heißt, du. Ach, jetzt thront, sitzt hier rum, der Gammler. So, pass mal auf. Ja, genau, wink mal ein bisschen. Hast du schon geclaimed? Ja, habe ich schon. Wenn du hier jetzt stehst, dann hast du links und rechts quasi als Ecksäulen, ja, unserer Burg, unseres Ausgucks und guckst hier direkt zwischen diesen beiden Steinen durch aufs Tal. Das wird unser Ausblick sein. Und der Part hinter uns ist einigermaßen gerade, geht noch ein bisschen ein Stückchen weit hoch, aber das gefällt mir als Spot schon ganz gut. Okay, jetzt sag mir, wo ich hinstecken soll, ich stecke hin. Das klingt einfach hart falsch, aber ich glaube, das wäre am
am einfachsten, wenn Nein. Ja, das quasi hinter meinen zwei setzen kannst, so. Achso, ich sehe gar nicht, wo deine sind gerade. Das ist doch also, du musst die, glaube ich, erstmal eh auf... sind die schon auf Clan umgeschaltet? Achso, nee, sind sie noch nicht. Aber du müsstest sie trotzdem sehen. Ich sehe sie. Weil ich stelle... Ich soll sie tatsächlich dahinter setzen? Warte. Clan. Oder hast du eine bessere Idee? Clan. Na, du, ich frage, also du entscheidest aber, dass, weil natürlich ist dann das Bauen halt ein bisschen... Das ist jetzt die Frage, wie hoch du diesen Kern in der Mitte bekommst. Weißt du, was ich meine? Weil dann, du willst ja nicht, dass das... also willst ja alles dann Plan haben irgendwie so ein bisschen, oder? Ja, jein. Also hier unten würde ich halt hier schon versuchen zu begradigen, bis hierher ungefähr. Und dann gibt es halt ein paar Treppen nach oben. Und dann mit so Türmen nach oben, so, weißt du? Oh ja, okay. Das kriegen wir schon hin. Wir bauen halt eine Sache wäre halt noch, dass man hier unten, ich weiß ja nicht, wo du den Eingang machen willst. Ich habe halt, wo ich dran gedacht hätte, so, dass du halt wie so eine Art Tor hast und dann also so eine Treppe, die irgendwie ein so geil geht. Ein Slot würde ich direkt hier vorne ransetzen. Okay, ja. Dann setz ich, lass mich den auch da hinsetzen, einfach. Oder so, ja. Wenn's geht. Ich den nochmal. Claim. Oh, wie geil der runtergeht. Der fügt sich hier perfekt an. Mhm. Oh ja, sehr geil. Schön großes Gebiet. Hast du den, ist der auch schon auf Clan freigeschaltet? Nee. Also den, du jetzt gerade angesetzt hast, noch nicht, ne? Der ist noch orange bei mir. Ich muss ihn mal umbenennen, dass ich nicht versehentlich den falschen lösche. Löche. Hey, sei nicht so. Manchmal hängt die Zunge halt. Ja, ich nehme die drei. Okay. Jetzt müsste es gehen, oder? Ja, genau. Perfekt. Ja, geil. Okay, mega nice. So, und dann, wo willst du den nächsten hinhaben? Ich würde schon tatsächlich nach oben gehen hier, so. Aber auf der linken Seite nach oben. Also da, wo du gerade stehst, ist eigentlich ganz gut, ja. Müssen wir mal gucken. Mehr zur Mitte hin? Oder ich weiß gar nicht, wie die... Also siehst du gerade, was passiert? Nö. Bei mir aber, ne? Ja, im Stream, also du musst halt kurz bei mir gucken. Mhm. Also lieber so in die Richtung oder lieber hier wirklich auf den Berg hoch? So schräg. Wir haben schon ein bisschen auf den Berg hoch, ja, würde ich sagen. Na, komm mal bei mir und sag, wo ich stoppen soll. Da, wo du jetzt gerade gestanden hast, bevor du dich wieder bewegt hast. Warte mal, das ist ja ein bisschen zeitverzögert. Aber jetzt ist es eigentlich ganz gut. Also so finde ich das okay. Da so angesetzt. Ja, genau. Ne? Guck mal, wie groß das Ding ist. Und das passt schon. Bin ich jetzt? Und wir haben noch mehr Fläche, ne? Ja, wir haben noch jeweils zwei. Wir holen ja gleich die. Ja. Ja. Okay, aber dann schalte ich den auch frei. Das wird ein Mammutprojekt, das zu bebauen hier. Mhm. Klar. So, okay, schön. Ist auch frei. Geil. Das erste, was wir. Wir müssen hier Kisten ohne Ende bauen. Ich hör manchmal Schlangen. Das war mein Schwert. Und nein. Das macht richtig so klapperschlangenmäßig. Okay. Okay. Und ich überlege halt immer, ob da wirklich eine Schlange ist, ey, oder das einfach nur ein Geräusch ist. Schon wieder hier. Hm. Okay, vielleicht sollte man das mal ändern. Shared with Clan, new. Bei mir ist einfach new. Ich wusste nicht, dass man das so sehen kann. New. Okay. Das passt nicht. Moment. Was das erste, was wir brauchen, ist, wir müssen natürlich alles, den ganzen Scheiß rüber transferieren. Ja. Das heißt, wir müssen irgendwie eine Base halt haben, dass du anfangen kannst zu bauen. Ja, wir müssen eigentlich Kisten bauen ohne Ende, die irgendwo hinklatschen, wo wir Platz haben, in irgendeinem von den Gebieten hier. Sodass wir dann auch die anderen Plots hier rüberkommen. Ja. Und dann könnte ich halt starten, ja. Aber das ich glaube, ein paar Mal müssen wir laufen. Das ist schon klar, aber Holz holen und hier schon mal ein paar Kisten bauen. Genau. Das wäre jetzt nämlich, dass wir gar nicht so weit jetzt erstmal. Also,
fast sogar eher die Plattform zum Beispiel schon mal zu errichten, da wo wir unser Lager errichten können. Aber wir brauchen halt auch, was wollte ich gerade sagen? Achso, wir brauchen halt Werkbank und so Kram, ne? Mhm. Ich kann ja hier meinst du. Ich gehe jetzt Holz holen, so. Okay, du gehst einfach Holz holen, gut. Na dann mach das mal. Ich gehe dann mal. Ich überlege gerade, ob ich nach Hause gehen soll und was holen soll, aber was soll ich denn holen? Eine Kiste. Ja, hol doch die Werkbank zum Beispiel. Kann man nicht einfach eine Werkbank bauen? Ja, ich weiß nicht. Verbraucht man die Ressourcen oder kann man die überhaupt wieder einsammeln? Ich hab keine Ahnung. Das ist nämlich halt, also ich glaube, man kriegt Sachen, ich weiß aber nicht, ob man voll zurückbekommt. Das ist halt nämlich das andere. Also ich habe vorhin von meinem Haus, von was ich angefangen hatte, habe ich eine Wand weggenommen und ich bin der Meinung, ich habe da nichts bekommen für. Okay, das ist natürlich dann ein bisschen scheiße. Bisschen. Oh, Cotton, wir haben hier Cotton. Sehr interessant. Welches hatten wir? Welches war denn die erste Baudings überhaupt da? Basic Workbench. Beams. Wie haben wir den denn gemacht tatsächlich? Die ersten Sachen hattest du selber gemacht, also alleine. Guck mal Leute, ihr dürft es halt immer nicht so sehen. Mit 40 Euro für ein EA, das ist so. Ja. Weiß ich nicht, also ich find das... Da habe ich teilweise schon mehr bezahlt für EA, also... In den falschen Gedankenansatz einfach so. Überleg mal, ich bin jetzt, glaube ich, schon 8 Stunden in diesem Spiel unterwegs. Ich habe jetzt einen Huni dafür bezahlt. So, ja, ich werde noch bestimmt noch gefühlte mindestens, selbst wenn ich alles bis zu Ende erforscht habe oder sonst irgendwas, sagen wir mal, das würde in 20 Stunden abgerissen sein. Dann, ey, keine Ahnung, habe ich doch genügend Spaß für mein Geld gekriegt, selbst für 100 Euro. Das ist ungefähr so zu vergleichen so mit den Leuten, die auf Steam schlechte Rezensionen nach 800 Spielstunden schreiben, weißt du? Ja. Das macht überhaupt keinen Sinn. Ich meine, wir haben ihre Zeit verbracht. Ich verbringe so viel Zeit in dem Spiel, wenn es mir keinen Spaß macht. Ja? Ja. Kann man eigentlich schon diese Plattform, kann man die schon setzen eigentlich? Da brauchen wir noch keine Werkbank für. Da brauchen wir nur die Ressourcen in der Tasche, oder nicht? Stimmt. Foundation kannst du so machen, ja. Aber du brauchst halt... was wir halt brauchen, ist ja das richtige Holz. Also du brauchst Planks. Teilweise zumindest für das Gebäude. Was du alles für die Foundation brauchst, kann ich jetzt aus dem Kopf nicht sagen. Du willst doch Stein-Foundation machen, oder nicht? Ja. Du brauchst nur Stein dafür. Naja, Stein und Clay halt ohne Ende. Ah ja, na gut. Praktisch, dass hier Clay gerade rumliegt. Mhm. Deswegen immer, also Steine, Clay, alles immer schön konsumieren. Naja, ich will's ja nicht essen, ich will's sammeln. Ja, aber das sieht aus, als wenn du es halt weglutscht vom Boden. Aufsaugen. Staubsauger. Okay, das heißt, ich gehe jetzt einfach mal los in unsere Base und hole jetzt einfach mal Truhen. Ja, hol auch mal ein bisschen. Ich stelle jetzt einfach mal 20.000 Truhen her. Geil. Ja, also wie gesagt, jeder muss halt selber entscheiden, ob er das will oder nicht. Natürlich, so, klar. Es ist der neue Trend quasi, dass alles erstmal in EA reingeht irgendwie, was ich halt auch behindert finde, ein bisschen, ich dass immer auch dass, kein das großer Fan davon Tabie ist. Definitiv, aber es sind halt auch schon sehr, sehr gute Sachen dadurch entstanden. Das darf man halt nicht vergessen. Genau. Und wie gesagt, ich bin auch keiner, der alles schön redet. Also auch gestern zum Beispiel, das war mega krass, der Abfuck mit diesem Leck und alles. Das war überhaupt nicht geil, also war unspielbar. Ja. Ja, aber letzten Endes ist es so, ich möchte schon irgendwie trotzdem, dass dieses Spiel was wird. Irgendwie. Deswegen ist es halt auch egal, wenn ich 40 Euro bezahle. Ich sag mal, Early Access und dann hast du schon Spiele gehabt, die, keine Ahnung, da hast du ein Zwanni dann für bezahlt, wo du denkst so, ja, okay, und da war gar nichts einfach. Da konntest du nach 5 Minuten ausmachen, weil da wirklich einfach nichts war in dem Spiel. Und so viel, wie ich jetzt hier schon habe, denke ich halt so, okay, kann man alleine für eine gute Zeit mit Leuten zusammen schon 40 Euro bezahlen, finde ich. Ja. So alleine nur da irgendwie seine Basis gemeinsam zu bauen oder so, würde ich sagen, it's worth the money. Aber ich vergleiche das aber halt auch so,
was kostet mich, wenn ich einen Film irgendwo ausleihe, was kostet das, wenn ich einen Film irgendwo kaufe oder sonst irgendwas und wie viele Stunden habe ich dann im Vergleich zu dem, was ich jetzt habe? Ja, sehe ich genauso. Also es werden immer weniger Spiele ausgereift sein. Es wird immer mehr so sein, dass die Spiele angefangen werden, im Early Access rauskommen und teilweise nie richtig den Release schaffen. Ja, da muss man halt so ein bisschen mit leben, Days, ne? Ganz ehrlich, überleg mal, wie lange es bei Seven Days to Die der Fall gewesen ist. Dass das jetzt nach 15 Jahren oder wie lange das ist in den 1.0-Status geht. Also excuse me, aber da überleg mal, wie lange du das Spiel gespielt hast. Auch, ja, du hast 14 Euro bezahlt, aber guck mal, wie lange du für die 14 Euro Spaß hattest. 15 Jahre lang. Sie haben immer noch die Regel, dass der Preis, wenn es released wird, nicht angehoben wird. Also angehoben wird dann schon, aber du bezahlst dann als derjenige, der seit Tag 1 dabei ist, bezahlst du deswegen nicht noch mehr oder nochmal. Du hast also, den Alpha oder gesagt, EA-Preis bezahlt und dabei bleibst. Das finde ich ja schon mal gut. Ich möchte halt auch gar keinen davon überzeugen, dass er da Geld dafür ausgeben soll. Will ich gar nicht. Das muss jeder selber wissen. Also ich sage jetzt schon, dass es, seitdem ich diese Rubberbanding losgeworden bin, ist es worth my money. Jetzt schon. Ja, ja. It's worth my money. Und ich habe das dicke Paket gekauft, genau wie High Club auch. Ja, ja. Aber wir sind halt ein bisschen bekloppt, weißt du? Das ist das. Ja, gut, also wir sind auch nicht der Maßstab, also muss man halt auch dazu sagen, aber um Gottes Willen. Ich wünsche mir halt wirklich tatsächlich, dass dieses Spiel was wird. Und deswegen ist meine Entscheidung einfach zu sagen, okay, ich butter halt da mehr rein. Und ich habe es halt auch nicht über Steam gekauft, sondern ich habe es über die gekauft, damit die auch die Kohle wirklich bekommen und nicht Steam da wieder, weiß nicht, wie viel Prozent abzieht noch. Richtig. Und ich bin halt so ein Typ zum Beispiel, und ich denke mal, da sprechen wir auch die gleiche Sprache. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich nichts oder nicht viel mit AAA-Titeln anfangen kann, aber es gibt sehr, sehr viele wesentlich schlechtere AAA-Titel als manch EA-Titel, die rauskommen. Ja, also das beste Beispiel für mich ist zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du es gespielt hast, ich glaube nicht, aber das ist ein absoluter Highlight der letzten Jahre zumindest, ist Return to Moria. Hat auch nur 40 Euro gekostet, im Angebot teilweise irgendwie waren es bei 30 Euro oder 25 Euro und es war so ein unfassbar schönes Survival-Game, ja, genauso wie hier, wo du sagst, allein dieses Clan-System hat so viel Potenzial da drin. Das macht jetzt schon unfassbar viel Spaß und da ist halt noch sehr viel Platz nach oben, ja. Deswegen lohnt sich das in jedem Fall. Sorry, Heikräfte, warum versteht er kein Wort? Warum hat man nichts verstanden? Okay. Aber du hast mich verstanden, ne? Ja. Achso, weil der Sound wieder bei dir abgekackt ist. Mein Ton ist wieder unter aller Sau, ey. Keine Ahnung, was ihr da mal habt, ey. Es ist aber zwischendurch echt anstrengend auch. Also gerade bei der Musik bei dir. Ja, okay, aber ich weiß halt, ich habe ja nicht immer Musik an gerade, actually. Ja, ja, aber das ist halt, bei der Musik hört man es halt immer wieder zwischendurch, dass bei dir der Sound abkackt, das meine ich damit. Aber verstehe ich halt nicht, weil ich höre ihn ja auch nicht kaputt, weißt du, was ich meine? Ja, keine Ahnung. Deswegen, es wird wahrscheinlich wirklich daran liegen, dass der, der hat hier so ein, wie nennt man das denn? Dass die Framerate, die Bitrate. Das kann schon sein. Ja, zum Beispiel die Bitrate ist nämlich gerade im Keller. Eigentlich müsste er nochmal eine 6000er Bitrate haben und ist gerade bei 4600. Dann ist dann halt irgendwie nicht so geil. Ja, versuch's einfach nochmal zu sagen. Ich weiß nicht, ob man dich mittlerweile versteht oder nicht. Letzten Endes, wie gesagt, ich glaube, was er sagen will, ist halt einfach so, es gibt super viele Spiele, zum Beispiel, wir haben jetzt nicht nur AAA-Titel, sondern wir haben ja Quad-A-Titel und sorry, aber das hier ist schon mal besser als dieser Quad-A-Titel, fuck. Und da ist der Standardpreis irgendwie bei 70 Euro, so, weißt du? Okay, war das aber bei mir? Jetzt ist es aber weg, oder? Nun wieder Mist. Ich habe doch einfach nur den Ton gerade. Ich habe das abgespielt. Das Ding, Mann. Keine Ahnung, was es ist. Lebt damit. Ich kann nicht mehr eruieren, woran es liegt. Ich weiß es nicht, weil es bei mir nicht vorkommt. What should I do, wenn ich nicht weiß, was es ist?
What shall I do with the drunken sailor? What shall I... Es lohnt aber auch nicht, dann die Klappe zu halten, Highclef, so, weil letzten Endes ist es ja dann auch irgendwann wieder weg. Achso, nee, hab ich nicht vorgehabt. Alles gut. Ja, ich sag's nur. Ich war nur gerade vertieft zu gucken, wo ich am besten anfange zu bauen. Ja. Okay. So, jetzt warte ich auf die ersten Kisten oder bist du schon wieder irgendwas anderes machen? Ich habe gerade nur das Eisen, was ich eingesammelt habe, reingeschmissen in die Kisten. In den Dingsbums hier, wie heißt das? Ich bin voll und ich kann keine Kisten bauen, weißt du? Okay, warte, ich komme. Ja, ich hoffe. Ich habe so viel Clay. Das Problem ist, ich habe halt kein Wood. Ah, übrigens, ich habe eine neue Axt hergestellt gekriegt. Das war aber wirklich, das war ein Glücksgriff, das Ding, ja, weil ich habe einfach probiert, ob es geht. So, es ging durch. Tatsächlich. Es ging durch. Mal gucken, was ich jetzt für Bäume abziehen kann hier. Ja, na klar, alles gut. Ja, schön. Nee, freue ich mich. Ja. Und jetzt sagt er so halt für sich so, ja, schönes Bäumchen. Deswegen, ich muss jetzt gerade erstmal ein paar Materialien, um Kisten herzustellen. Ich komme, Highclef. Hallo, das ist die habe ich mit meinem schwitzenden wie sagt man, die habe ich im Schweiß, in meinem eigenen Schweiß und Blut habe ich die geschmiedet, diese Axt. Erzähl mir, ja, unbedingt. Achso, Clay, bring unbedingt Clay mit. Egal was wir an Clay haben, bring's mit. Ey, du weißt schon, dass ich so viel Clay gesammelt habe, dass ich das nicht mit einmal rüber bekomme. Deswegen soll es auch zweimal laufen. Wow, what the fuck? Caro, Highclef hat gesagt, er bezahlt dir das Game, 40 Euro. Du musst ein bisschen Transferhure spielen. Also Caro, ich möchte dich nur mal kurz daran erinnern, ohne jetzt irgendwas in Frage zu stellen, ja? Du bezahlst ihn mit einem... Hast du ihn eigentlich abonniert? Wenn ja, bezahlst du ihn quasi dafür, dass er dich Transferhure nennt. Ich sag's nur mal. Excuse me? Das heißt, ich hab nur vorgelesen, was Highclef geschrieben hat. Bitte was? Wo geschrieben? Was? Was? Moment. Was habe ich verpasst? Ja, das ist halt so. Hier ist extrem viel Clay, das ist gut. Mhm. Deswegen, wenn du jetzt schon ein paar Steine. Also, du kannst halt gar nichts sammeln gerade, ne? Ich? Doch, ein bisschen hab ich ja durch das Bauen von den vier oder drei Zeugs ja schon gemacht, aber jetzt bist du mit Inventory wieder voll. Ach, du hast schon Klops gestellt. Na, Foundations. Ah, ja, gut. Ich schmeiß jetzt Holz raus. Ich hab keine Ahnung. Nee, Fleisch. Irgendwas Unnützes. Ich kann es nicht rausschmeißen. Na, ihr Gummibandmenschen, was ist denn ein Gummibandmensch? Ach so, okay, got it. Scheiße. No rubber banding today. Alles fein. It works like a charm now. Dein Gehirn ist ein Gummiband, excuse me, please. What are you doing? What are you talking about, man? Ich hätte Highclef schon mit seiner Axt versorgen dann. Wenn ich der fähigste Schmied dieses Realms bin. Ja, geil. Die Leute werden zu dir pilgern. Bitte bau uns Sachen.
Schmied aller Schmiede. Schmied ohne Glied nennt man mich. Und ich stehe in Clownskostüm neben und sage, ich, hier gibt's Holz. Kauft Holz. Hier, goldene Rüstung und hier gibt's Holz. Ah. Schön. Feinste Stühle und Hocker. Schwerter, Bögen. Trebuchets. Also. Oh. Was man bräuchte wäre... Nee, ich bin auch ein Bogner, oder wie man sagt. Also ich bin, ne, ich bin allseits, ich kann einfach alles. Ich bin die eierlegende Wollmilchsau. Ich glaube, wir sind auch noch nicht ehrlich, groß genug mit Clan-mäßig, dass wir irgendwie da, dass es Sinn macht, uns krass aufzuteilen. Also jeder sollte schon ein bisschen was können, sag ich mal. Ja. Das mit dem Schmied, dass du dich da ein bisschen fokussierst, das ist für mich absolut cool. Da kann ich das ein bisschen vernachlässigen, okay. Weißt du? Die Frage ist halt einfach nur, wie wird es halt wirklich im Verlauf des Spiels sich dann halt rauskristallisieren? Weil ich sag mal, wenn du wirklich einfach nur, wenn jeder das gleiche Schwert herstellen kann, dann gibt es halt einfach keinen Sinn, es gibt keinen Grund zu handeln. Warum? Ja. Verstehst du? Richtig. Was ich meine? Also wenn es keine Nachfrage gibt, dann gibt es auch keinen... Ich wette mit dir, irgendwann wird es wirklich so sein, wenn du wie ein Verrückter am Schmiedeskillen bist, dann hast du irgendwann Rezepte, die kein anderer hat oder wenig Leute haben, weil du da einfach mal 10 Stunden investiert hast zum Beispiel, sag ich mal so, weißt du? Ja, aber das wäre dann, aber trotzdem, wenn du es auch wieder so siehst, wenn du trotzdem wieder 10 Stunden investierst und da gibt es trotzdem zu viele Leute, also verstehst du, worauf ich hinaus will? Es müsste irgendwas sein, wo du sagen kannst, so, du musst dich irgendwann entscheiden, ob du den geilsten Helm dieses Planeten herstellen willst. Oder das geilste Schwert. Ja, also was ich oder wirklich gemacht habe... Auch, oder irgendwie sowas, ne? Es war nicht ausgereift genug, aber ich fand die Berufe, Spezialisierung bei WoW Classic, also mit Vanilla, fand ich ganz geil. Dass du zum Beispiel Stammeslederer machen konntest oder sowas halt, weißt du? Ja. Waffenschmied, Rüstungsschmied. Also schon so ein bisschen Spezialisierung. Und das fand ich ganz geil. Das Prinzip dahinter fand ich gut. Also hier muss es aber deutlich weitergehen noch. Also wenn es halt wirklich die Wirtschaft von den Spielern bestimmt werden sollte, das ist das Spielprinzip, irgendwas müssen sie einfallen lassen. Dann kann nicht jeder alles machen können. Egal wie viel Zeit du investierst, das geht nicht. Also rein von der Logik her nicht. Jetzt kommen wir nicht mit Logik. Ja, aber manchmal ich habe schon mal ganz smarte Ansätze so. Ja, genau, Caro toucht einfach so eine Oma so an die Brüste, sagt so, hey, na, how are you? Can I titty test? Ey, ganz ehrlich, jetzt muss ich mal eine Geschichte erzählen, die auch ein bisschen dazu passt. Und zwar gab es in der Schule damals einen Lehrer, der so ein bisschen touchy war. Okay. Gerade bei Frauen, also ich war schon auf der Realschule, muss man sagen. Ich bin sonst mal, also weiter darüber hinaus bin ich nicht gekommen. Deswegen mache ich jetzt ja den Scheiß hier und nicht irgendwas Gescheites. Auf jeden Fall, was soll ich sagen? Der Sportunterricht und dann Bockspringen und er stand so auf der anderen Seite. Ich fange dich auf, gar kein Problem. Ja, das hat, da wollte eine wollte da nicht hin. Ne, die hat sich so heftig das Knie, also die wollte abspringen, da wo er dann den hier gemacht, also ne, schon so gewartet hat. Die konnte nicht, jetzt vorher so krass abgebremst, dass sie sich das Knie kaputt geschlagen hat an diesem Bock, ne? Boah. Also ist nicht so witzig, aber das fiel mir gerade ein wegen an die Brüste fassen und so. Ja, und jetzt an dem Tag das Knie zerdonnert. Weil der gute Herr Lehrer auf der anderen Seite stand und ich fing mir auf! Der hat die Molly alles reagiert, also. Ja.
Ja. Die hat irgendwann auch mal so Sprüche gemacht, irgendwo auf Klassenfahrt, zu irgendeiner sagte, zu so einem Mädel, sagte, naja, zwickt's im Höschen, Alter, dachte ich auch so, also ich hab's nur hören sagen, ja, also man muss auch, da dachte ich auch schon so. Mhm. Dinge gibt's, die gibt's gar nicht. Na. Naja. Wie viele Kisten brauchst du denn ungefähr eigentlich so 12. mal? Wie viel? Ist schon ein paar. Also ein paar brauchen wir hier auf jeden Fall. Also gerade gesagt 12? Ja. Okay, die was du fragst. Okay. Excuse me, 12. Okay. Ja, dann kann ich ja immer die 12 machen und dann komme ich mal rum. Ich glaube, 12 müsste ich eigentlich jetzt hinkriegen schon. Warte mal, wie viel haben wir denn jetzt hier? So. Ich kann immer noch nicht. Die, guck mal, ich habe schon durch die Axt Pine Wooden Beams habe ich gelernt. Ne? Ich, guck mal, wenn du darauf klickst, das ist impossible zum Herstellen, weil da steht Carpentry 5 von 17. Okay. 5 von 17. Ja. Ich weiß nicht, womit du das weiter skillen sollst. Womit also ich denke mal, du wirst einfach Sachen auch doppelt und dreifach herstellen müssen, um einfach den Skillpunkt zu bekommen. Logischerweise. Ja, das ist auch klar. Also das habe ich ja mit den, deswegen habe ich so überall so viele hier Streitkolben drin. Ja, ja, hab ich gesehen. Ich kann es nicht mal versuchen. Ich kann nicht mal auf gut Glück gehen, davon so einen Teil herzustellen. Und ich weiß, dass ich halt bessere Planken irgendwie brauche, um wieder so eine Gerätschaft zu bauen, die uns wieder weiter nach oben bringt, you know? Ja, ja. Okay, aber wir wollten erstmal Kisten, wollte ich bauen. Das heißt, wir brauchen jetzt erstmal reichlich Planks. Wir hatten noch ein bisschen was in den Kisten drin, ne? Also du musst jetzt nicht alles mehr blind herstellen. Ja, okay. Ich sag ja nur, wäre weniger zu transportieren. Ich wahnsinnig hab versucht mitzudenken irgendwie, weißt du? Das ist Wie viel braucht eine Kiste eigentlich? Boah. An Materialien. Soll ich das vorher mal abchecken, bevor ich hier 10.000 Dinger herstelle? Ich glaube, eine brauchte bei 8 Planks mal 100 sind 80, 2, 8, 16, 96 brauche ich. 96 Planks. Und wow. 160 von den anderen, okay. 96 Planks. Kriegen wir hin. Was mich halt auch wundert, dass du hast irgendwann so Nägel und so alles bekommen, aber du kannst keine größeren Kisten irgendwie herstellen. Das ist auch schon sehr merkwürdig. Ich kann mir vorstellen, dass das erst mit einer anderen Art von Holz geht oder so vielleicht. Kann. Okay. Irgendwie sowas. Ich renne hier doppelt und dreifache Wege, einfach nur, weil mein Inventar jedes Mal voll ist. Das ist ein bisschen okay, anstrengend. Ich komme doch, excuse me. So, 4, 6, 8. So, okay, 96 haben wir gesagt. Ach, stopp. V. Cancel. Stopp. Crafting aborted. Okay. Ich muss so tierisch pinkeln. Aber ich werde dich erstmal versorgen mit deinen, Also das war immer der beste Tipp fürs WoW-PvP, was ich ja früher ganz gerne gemacht habe. Also ja. Arena. Wenn einer von uns schiffen musste, und zwar so richtig, dann haben wir immer am besten gespielt. Ja, ich verstehe, was Sie sagen wollen, aber warte mal, ich konnte nicht mal rechnen gerade. Wie viel brauche ich denn von diesen komischen Dings? 20 brauchte eine. Das heißt, bei 12 Stück brauche ich wie viel? 240?
Ich hab dir gar nicht zugehört, sorry, was? Egal, ich hab mir selber auch nicht zugehört. Okay, cool. Dem Schwachsinn, den ich erzähle hier. Voll. Aber ja, wenn du es jetzt noch 10 Mal sagst, wird es auch nicht besser. Ich bin noch dabei. Ja. Was brauchst du noch? Also ich habe jetzt Kisten, 15 Stück habe ich jetzt am Mann. Ja, das reicht erstmal. Also den Rest, den kriege ich zumindest für das erste grobe Bauen. Okay, du brauchst Clay, zusammen. Ne? Clay oder Steine oder was brauchst du beides, noch? Beides. Obwohl Steine gibt es ja eigentlich genügend. Ein bisschen Clay wäre nicht schlecht, ja. Okay, warte mal, dann werde ich erstmal das Holz ein bisschen umtauschen. Und dir noch ein bisschen Clay mitbringen. Wir haben nämlich reichlich Clay gesammelt hier, ich beziehe das. Das ist gut. So, was haben wir denn hier noch, was wir alles wegschmeißen können? Give me the Clay. So, warte mal, hier, der Tolz kann er noch rein. Okay, ich sollte dir aber trotzdem, ich mache ein bisschen so Clay und Steine, oder? Ja, ja, ein bisschen, ja. Mehr Sinn. Also nicht so, dass du da gar nicht vorankommst. Okay. I'm on my way now. Hast du das Ding hier eigentlich hier hingesetzt? Ja, ne? Nee. Dieses Ding hast du nicht hier hingesetzt? Nein. Ja, aber wie kann das denn hier sein? Ist das noch in unserem Gebiet? Guck mal nach. Ja, ist es noch. Deswegen wundere ich mich ja. Ich war das nicht. Weil ich war es auch nicht. Vielleicht haben wir da einfach einen und der hat sich einfach so dahin gebaut und wir haben den einfach übernommen. Das kann sein. Das kann wirklich sein. Zeitdieb, du bist ja auch nicht bereit, 40 Euro auszugeben für so ein Spiel, was uns Spaß machen könnte. Könnte. Meinst du einfach, Highcliff hat in seinem Wahn einfach so ein Ding dahingesetzt beim Leggen? oh ja, okay, verstehe. Ich fühle mich schon ein bisschen geil mit meiner Rüstung, muss ich ja sagen, wenn ich hier lang gehe so und diese ganzen Affen sehe, die hier rumtrollen. Das, wie gesagt, ich mag diese Google und ich mag den Umhang. Das passt irgendwie, ja? Das ist cool. Nee, also. Paddy hat mir schon gesagt, dass es Elden Ring gibt. So. Ich habe nicht mal das Normale durchgespielt, da werde ich das DLC spielen. Außerdem habe ich ja mein Suchtding gefunden gerade hier. Ich habe richtig Bock. Ich bin halt froh, dass Highcliff auch gerade, dass der auch so einen Bock hat. Dass ich hier nicht alleine bin, sage ich ganz ehrlich. Wenn ich alleine wäre, könnte ich auch meinen Spaß haben, aber der Spaß würde schneller verfliegen. Sag ich, wie es ist. Denke ich. Ja? Weil in dem Spiel kannst du das nicht alleine stemmen, den Scheiß hier. Das geht nicht. Umso mehr Füße, umso mehr Hände du hier hast, umso geiler ist das. Stell dir mal vor, du marschierst so mit 10 Mann, einfach die krasseste Rüstung haben, die einfach durch so ein fucking Dorf alle gucken und denken so, oh, ich will zu euch gehören, bitte, nimm mich auf. Ja, kannst du mir dein Land claimen hier? Claim mal dein Land. Du musst erstmal Tribut bezahlen. Kann man nicht Autowalk eigentlich machen? Ach doch, geht. Oh, cool. Eine Kuh war das, glaube ich. Ja. Oder so. Oh, mein Auge juckt mich. Es gibt so Tage. Meinst du? Leider. Also, ja.
Ich weiß immer nicht, wo ich hin muss. Also ungefähr. Ich hätte gerne meine eigene Schmiede. Ich hätte gerne mein eigenes Pony. Die braucht aber schon geilen Platz. Das Pony? Was? Ich hab dir irgendwie nicht richtig. Ich hab nur Pony gehört, dachte, ignorierst du einfach. Kommt. Das kannst du vergessen. So, und dann habe ich vergessen, was? Was? Nee. Ja. Also ich weiß gar nicht, ob es tatsächlich Mounts gibt, aber ey, ganz ehrlich, was ist so ein Ritterding ey, ohne einen fucking Pferd? Also kannst du keinem erzählen. Das stimmt, kommt noch. Hopefully. Bestimmt. Oh, er hat ja schon voll die Treppe da am Start. Ja, ich muss ein bisschen tricksen hier, weil sonst ist es nämlich kacke. Warum? Weil das sonst so steil ist, dass du vorne auf die Treppe nicht mehr raufkommst. Deswegen muss ich versuchen, so zu bauen. Mit der Hoffnung, dass das nicht ganz zu scheiße ist. Ich teste mal, ob du da so hochkommst. Oder wir müssen halt hier vorne noch einen Plot ransetzen. Weißt du? Damit okay. das gerade nach oben geht. Ich glaube, wir müssen wirklich einen Plot nach hier vorne ransetzen. Weil hier vorne endet der Plot. Ich komme nicht so tief mit der. Ah, okay. Verstehe. Links Treppe. So. Du möchtest bestimmt. Kannst du mal hier hochkommen, bitte, wegen den Kisten? Moment, warte. Ich muss mal ganz kurz das einmal kurz nochmal wieder richtig bauen. Dann kannst du dich selber davon überzeugen, wie scheiße es ist, dass wir einen Plot da vorsetzen müssen. Wir könnten ja letzten Endes auch den Bereich hier unten nochmal für irgendwas benutzen. So, es muss ja nicht, dass der ist ja nicht wasted. Achso, du kannst nur bis hierher, oder was? Warte. Da. Das ist die letzte. Dann ist der nächste wäre schon außerhalb des Bereichs. Aber hättest du nicht schräg gehen können? Also, dass man so. Also, würde das. Wie sieht das denn aus? Nein, ich möchte von vornherein nach oben in unser Tempel laufen können, weißt du? Ja, ich verstehe. Also, ein Plot waste ich mal für den Bereich, für den Eingang hier vorne. Mach mir noch ein geiles Tor dazu, dann sieht's doch geil aus. Ich mach das schon. Ja, glaube ich dir. So, ich soll kommen. Wohin soll ich kommen? Was ist los? Ich bin hinter dir, excuse me. So, ja, hi. So. Also, warte, wenn ich die jetzt einfach hier droppe, die Kisten, kannst du die einsammeln? Stell die doch auf! Stell die doch einfach auf! Ich weiß ja nicht, wo ich die hinstellen soll. Na gut, ja. Und wenn wir die jetzt hier provisorisch wieder hinstellen, weiß ich nicht, ob das so smart ist wieder. Ja, wir müssen sie erstmal provisorisch hinstellen. Ich stelle sie dann provisorisch erstmal hier hinten an den Rand, weil noch haben wir nichts, wo wir sie hinstellen können, so richtig. Okay, aber mach doch wenigstens da schon mal so eine Platte unten drunter oder irgendwas. Da habe ich jetzt nicht den Stein für. Ja, okay, habe ich auch mit. Okay, guck mal, ich mache in die eine hier das rein und dann baust du das ordentlich hier gleich. Nicht so, achso, ja, die ist locked, okay. By the way. Achso. Ja, fangen wir jetzt halt nicht an, hier wieder so Rattenkacke zu machen. Rattenkacke. Das guck war hier. Eine, gesprochen wie ein Mittelaltermann. Ja. Ich fühle es schon voll. Du hast nicht genügend Steine, hast du gesagt? Also brauchst du mehr Steine statt Clay? Ja, genau, Steine. Clay habe ich noch, aber Stein ist so. Okay, ich habe jetzt alle Steine reingetan, die ich habe. Ich wechsle mal. Und jetzt. Nee. Achso, warte mal. Okay, machen wir das so. Achso, ich nehme das Holz einfach mit und mach dann einfach daraus wieder Kisten. So, findest du gut? Noch? Ja, warte. Ich habe noch ein bisschen. So, ich habe jetzt alles an. Kisten hast du rausgenommen schon, ne? Ja. Das, was ich tragen kann, ja. Gut, dann mache ich erstmal ein bisschen Foundation wieder. Du hast jetzt gerade keinen Platz mehr? Nee. Wie gesagt, ich müsste eigentlich Sachen loswerden, nicht Sachen aufnehmen. Ja, dafür müssen wir halt Kisten hinstellen. Ja, deswegen mache ich hier erstmal weitere Foundations. Achso, ich dachte, du wolltest da oben eine Foundation machen, dass du da die Kisten drauf tust. Na, ich brauche hier so ein bisschen nach vorne und gucken, wie, wo, was denn, weißt du? So. Weil hier scheinen wir schon mal ein bisschen nach oben gehen zu müssen. Nein! Was denn jetzt? Dieses Gras, was dazwischen ist, ist doch scheiße. Achso, das sind. Ich meine? Ja. Oder kannst du damit. Ich kann mit sowas nicht leben. Kannst du damit leben? Naja, du müsstest ja hier schon nach oben gehen, dann.
Deswegen, ich würde halt einfach erstmal halt gucken, wo der höchste Punkt ist. Könnte man eigentlich machen. Ich kann hier schon eine Treppe ransetzen statt eine Foundation. Dann haben wir hier vorne quasi unser Eingangsbereich. Und dann geht's schon in die erste Etage nach oben. So, weißt du? Mhm. Erzähl weiter. Okay, es geht aber ganz schön schnell zusammenzubauen hier alles, wie es aussieht. Ich bin ja nicht von gestern, wa? So. Stehen. Also brauchst du wieder Steine jetzt, oder was? Jo. Okay, also Steine habe ich leider nicht mehr. Ich habe noch ein bisschen... Ja, kann ich sammeln. Steine ist hier wirklich... Ich habe 60 Clay noch in der Tasche. Kannst du 60 Clay halten noch? Ja, kann ich. Warte. Okay, dann nimm die mal hier raus aus dem Ding, weil kann ich die mich hier reintun. Oha. Ich einfach fast so, dieses Stein-Ding plötzlich kommt das hochgeschossen und ich dachte so, schieß mir die Fresse weg. So, ich soll was machen? Hier einfach den Clay rausnehmen. Damit ich da nochmal zwei Stacks reintun kann. Oder drei. Okay, dann bin ich jetzt wieder auf dem Weg nach Hause und bring dir Steine mit, so gut ich kann. Ja. Und mach wieder ein paar Kisten. Hier sind übrigens sehr viele Steine, hier unten ist auch Clay wieder respawned. Ja, deswegen sage ich einmal kurz, soll ich einmal komplett die Steine einmal abhacken? Mein Inventar ist fast gerade leer. Das mache ich schon, alles cool. Das kriege ich schon hin. Also soll ich nicht? Nee, mach du mal den langen Weg. So, mach du mal den Laufbusch. Okay, verstehe. Mach mal die Karo, sagt er. Mach mal die Walking Bitch. Ich muss ja daran denken, was Zeitdieb gestern gesagt hat. Wie nennt man übrigens einen, was hat er gesagt? Einen Vater ohne Auto. Ein Vater ohne Auto? Aha. Weiß ich nicht. The Walking Dead. Ich fand ihn so doof, dass ich den schon wieder gut finde. Ich hab so ein T-Shirt von meiner Frau bekommen nach der Geburt unseres ersten Sohnes. Da steht The Walking Dead mit so einem Schatten und einem Vater, der einen Kinderwagen schiebt. Ich glaube, man muss sich tatsächlich der Dings anschieben. Also was nochmal, der Vater schiebt was? Ein Kinderwagen. Und was steht da drauf? The Walking Dead. Achso. Schockierend, ne? Ja. Hier ist irgendein x-beliebiger Hans. Halb nackt mit dem Schild. X-beliebiger Hans, das wird sein Name sein. Epischer x-beliebiger Hans wahrscheinlich. Irgendwas ist buggt, seitdem ich, wenn ich nicht mit voller Ausdauer an diese Dinger rangehe. Übrigens, diese komischen Pilze, die du gesammelt hast, da diese schwarzen, die sind mega geil, weil die deine Ausdauer erhöhen. So, ich muss mal ganz kurz, auf Klo und dann bin ich sofort wieder da. Ach ja, du gehst jetzt auf Klo, wo ich die ganze Zeit hier unter Druck renne hin und her? Ich geh jetzt auch erstmal pinkeln, tschüss. Genieß die Aussicht.
So. Da ist er wieder. Was wollte ich jetzt holen? Steine, glaube ich. Ich konnte noch keine weitere Foundation, weil ich dafür 20 brauchte. Ja, okay. Clay haben wir genug. Stein. Vielleicht kann der gute Purple ist ja schon mal ein Plot hier, oder ist er schon, erst auf dem Rückweg schon, ne? Okay, schade. Ein Plot hier vorne ransetzen, damit es nicht so ganz so kacke aussieht. Aber prinzipiell, oh Gott, das wird schon richtig gut aussehen. Wenn das hier vorne richtig abschließt, dann hat noch so ein schönes Tor mit einer Mauer drumherum. Und man sieht halt den Weg, so ein bisschen Treppe nach oben und dann halt dann angefangen das Gemäuer. Na, das wird gut. Das wird gut, wird geil. Ich sag das. Das war die falsche. Wolltest du gerade, dass ich einen Plot umsetze? Nein, nein, also kannst du vielleicht schon einen von den Plots, die wir da angelegt haben, frei machen? Oder bist du weit weg? Wo weit weg? Ich bin noch nicht mal nach los, glaube ich, war auf Toilette. Ach so. Ich stehe ja, mal okay. Bei dir hier in der Nähe. Was wollte ich damit sagen? Dann ist das doch richtig. Das ist doch cool. Es gibt halt auch Spells, ne, die man benutzen kann. Control. Ich habe schon gesehen, du hast so eine Bücherslots, ne? Mhm. Ja. Aber der Clay, der spawnt hier auch zwischendurch immer wieder. Hier lag gerade eben noch nichts und jetzt auf einmal liegt hier was. Naja. Das finde ich cool. Und das wirklich in unserer unmittelbaren Umgebung. Das ist gut. Ich möchte gerne eine Schmiede haben, die. Ja. Da, wo die Sonne reinscheint. Ja? Okay, ja. Oder darf ich diese Räumlichkeit dann selber ausbauen? Ja. Okay. Die Lady, einen wunderschönen guten Abend dir. Ich hoffe, dir geht's gut. Du erwischst mich gerade beim glorreichen Anfang eines glorreichen Baus. Manchmal, also ich habe hier noch einen Hit eigentlich für so einen Stein über, aber ich treffe den einfach nicht. Wir sieht ja nicht an, nix. Ist noch ein das bisschen kenn ich auch irgendwie. Es ist ganz komisch. Aber es ist erst seit heute so. Okay. Dass ich über die Steine rüberhaue plötzlich. Ja, ja. Aber nur dann, wenn du keine volle Ausdauer hast irgendwie. Also wenn er zwischendurch abbricht, trifft er den nicht mehr. Aha. Okay. Stimmt, also ich warte immer, wenn ich sagst, bis voll. Ja. Ah, okay, das macht Sinn. Also macht eigentlich keinen Sinn, das ist scheiße, aber ja, okay. Das wird es dann sein. Das ist ein Bär, Alter. Boah. Aber wenn ich so selber abbreche, dann so oder so, das ist ja scheiße. Mhm. Also schön was essen, damit man mehr Energie hat. Richtig. Das ist der Plan. Sand ist übrigens auch extrem wichtig. Für Glas. Es haben einige Rezepte, wo ich Glas brauche für. Ich habe, glaube ich, Glas bisschen was schon eingesammelt. Und Sand auch. Sand habe ich auch ohne Ende beim Steinabbau kommt Sand. Warum? Macht das Sinn? Weiß ich nicht, aber es kommt auf jeden Fall, ja. Ja. Diese dunklen Vorkommen, das ist Eisen, ne? Ja. Da haben wir auch eine ganze Menge in der Gegend hier. Das ist halt auch das Erste, was wir transferieren müssen, dass die wieder laufen. Ja. So, okay, hast gesagt, du brauchst wieder Steine und. Ja. Okay, ich mach erstmal ein paar Kisten wieder. Stein und Clay ist erstmal das Wichtigste für die nächsten 3 Tage, glaube ich.
Okay, du hast ein bisschen gekriegt, Zeitdieb. Ich würde sagen, mangelnde Hygiene, oder? Ja. Du hast einfach so in dieser Bar so Schleim gespawnt. Excuse me? Einfach so selber abgesondert, weißt du? Ja. So ein Pfropfen aus der Hose gefallen. Jetzt geht die Sonne so langsam unter und da hinten leuchtet der Berg. Das ist interessant. So, Kisten wieder. Kann man eigentlich schon sowas wie Standfackeln oder so ein Kram machen, um was auszuleuchten, einen Weg oder sowas? Nö. Es gibt eine Laterne tatsächlich, aber die habe ich noch nicht gecraftet. Kann man die irgendwo hinstellen oder ist das so zum Tragen? Das weiß ich nicht. Das habe ich leider noch nicht. Ich vermute mal, dass das eher zum Tragen ist wahrscheinlich. Ich meine, glaube ich, ich meine mal gesehen zu haben, dass man die Lampe hinstellen kann. Machen wir erstmal die Basics, ja? Ja. Ah, schön die Basics machen hier erstmal. So, das heißt, wir brauchen wieder Clay und Stones. Ey, die Kisten sind hier schon wieder alle voll, ne? Ich werde wahnsinnig. Ich weiß nicht, wo ich hier noch was reintun soll. Immer wenn ich irgendwie wieder ankomme, habe ich immer mehr als, ja. Und so. Ja. Ich habe immer mehr als und so. Genau. Wie ein Profi gesprochen. Jeder hat verstanden, was ich meine. Ja. Genau. Steine, jetzt muss ich gucken. Hier ist noch Steine, Clay. Okay, aber die lichten sich jetzt natürlich hier oben. Okay, so viel Clay habe ich doch da. Ich bringe jetzt erstmal einen Haufen Steine rüber. Oder soll ich das so 50-50 machen? Stein ist erstmal wichtiger als Clay tatsächlich. Okay, weil das, von Clay brauche ich 10 und von Stein brauche ich 20 pro Foundation. Okay, ich bin auf dem Weg. Achso, ich wollte ja so gucken, ob ich so einen Plot wegclaimen kann hier, ne? Ja, genau. Ja, das Problem ist, glaube ich, dass du genau da gebaut hast auf meinem Spot, glaube ich. Sag mal. Muss man gucken. Woran erkenne ich denn jetzt meinen eigentlich? Weiß nicht. Nicht, dass ich den falschen jetzt hier abreiße, ne, und dann plötzlich alles frei steht. Hier, das wäre nicht so geil. Ich weiß halt nicht, welcher Plot welcher ist. Da, weil wir die nicht benannt haben, steht halt jetzt Plot-Clan. Ich weiß halt nicht, welcher ist davon.
Scheiße. Deswegen, das ist, es ist nicht so geil, den jetzt abzureißen, ja, bevor das Zeug nicht okay. ist. Okay. Also vielleicht kannst du deine halt abreißen. Weil das die waren ja nur angesetzt, deine. Genau. Ja, dann mach ich gleich mal die Reise, wenn du wieder hier bist, mach ich mir die Reise nach zur alten Base. Das heißt Fuckinghausen. Fuckinghausen, genau. Fuckinghausen. Oh, ich werde von Schweinen attackiert. Und unsere neue Base heißt Fish Castle. Ah, warum ist sie so schnell, das Schwein? Alte Ochse, ja. Hast du mich gerade alte Ochse genannt? Nein. So. Zuck. Jetzt hab ich auch noch einen Bär am Arsch. Ah! Und noch mehr Schweine. Oh Gott, was ist denn hier plötzlich los? Wo kommen denn alle die ganzen Viecher her? Excuse me. Wird das mehr, wenn es dunkel wird? Kann das sein? Ich glaube nicht, aber... Es war einfach nur, weil hier normal keiner langläuft und ich wahrscheinlich gerade alles gepult habe, was hier so irgendwie... Achso. Oh, so ein Ding wäre schon geil. So eine Karre, so eine Handkarren wäre cool. Ja. Was ich ganz geil fand, das Prinzip hier aus The Forest, oder Sons of the Forest. Diese Karts, die du basteln konntest aus Holz, wo du dann die Stämme raufmachen konntest und dadurch mehr tragen konntest und so Kram. Ist hinfällig, weil du ja hier halt Inventar der Hölle hast. Also, das ist schon eigentlich so an sich schon eine ganze Menge, was du mit dir rumtragen kannst. Ja. Aber trotzdem wäre sowas geil. Also, es ist ja das gleiche wie bei Minecraft ungefähr so, ne? Das wird halt einfach. Also, ich find's halt komisch, dass du nicht direkt einen Rucksack bauen kannst irgendwie so. Das wäre das Erste, was ich gedacht hätte, was du bei Schneidern oder Ledern irgendwie machen kannst. So ein Beutel oder irgendwas, um dein Ding zu erhöhen hier, deine Kapazität. Ja. Ist es da Mr. Ja, das kann doch nur. Der trägt einen Umhang irgendwie? Das kann auch Mr. Heathcliff sein. Das ist doch. Der gehört doch zu der Gang hier dazu. Was? Hier? Was? Ja, der Typ hier, der hier rumrennt. Ja, ich bin auf der Steinsuche. Oben sind Truhen, ich habe die alle geplatziert, kannst du voll machen quasi. Okay, ich würde gerne selber ein so ein Ding da mal setzen, damit ich sagen kann, ich habe mitgebaut. Ja. Natürlich, immer frei raus. Aber ich guck gerade, wo laufe ich eigentlich hin hier? Wo ist denn das? Das ist eine gute Frage. Du hast schon Platz gesetzt, müsste dir angezeigt werden. Ja. Ah, da ist sie doch. Das wird genial werden. Ich sehe das. Oder? Ich sehe deine Vision. Ja. Wer kommt da denn? So ein Hampelmann geht in unserer Basis ab. What? Hier. Verpiss dich, Tyrone. Der steht hier oben rum. Der. Hier hast du die auch alle geöffnet, hier die Kisten schon? Ja, ist alles für Clan. Was passiert jetzt eigentlich, wenn der jetzt einfach neben unser Plot einen Plot setzt? Zenpoi. Can you move out, please? Achso, keine Ahnung, was da dann passiert. Das ist mein Farming-Spot. Can you move out, please? Was ist mit dir? Deine Mutter? Hat er dir gerade geschrieben? Unser Farming-Spot. Wirklich? Ja, hat er. Hat er. warte mal, was soll ich jetzt machen? Ich wollte einmal so ein Ding hier setzen. Ich mach das einfach hinter die Treppe, ne? Hier, das ist ja fein. Ja. Okay, ich muss 2, 3 machen. Ich hab die
ist der Kessel gemacht? Nein, hab ich sage ich nicht. Ich kann nicht hören. Nein, kannst du nicht. Okay, kann man aber auch da wenden noch alles? Okay, das wird irgendwie. Okay. Ich höre jetzt auf mit Bauen. Und schmeiß jetzt hier alles drin. This is my farming area. Can you move out, please? Das ist schon sehr geil. Stimmt, jetzt wo du sagst, na klar, wir bauen ja alles wieder ab, was wir gerade schon gebaut haben. Das ist eine gute Idee. Nein? So, hier sind noch mehr Kisteln. Okay. Okay, dann sollten wir. Du solltest vielleicht wirklich mal den Weg nach Hause antreten, dass wir hier wirklich auf unsere Sachen. Nicht, dass uns einer hier zwischenclaimt irgendwas. Ja, ja, ich sag, soll mal jetzt noch ein bisschen den Stein hier und dann würde ich sagen, machen wir uns beide auf den Weg, so schnell wie möglich das ganze Zeug zu holen, ne? Na, ich mache jetzt schon weiter wieder Transfer, also. Dass wir zumindest oben alles geclaimt haben, was wir claimen können. Dann sind wir da schon mal einigermaßen safe, so. Wenn der jetzt zum Beispiel am Ende unserer Treppe einen Plot claimen würde, ist halt der Plan für den Arsch. Ja. Nicht, dass er jetzt da gerade jetzt so, genau weil er das geschrieben hat, jetzt sein Plan ist, okay, ich muss jetzt los, ich muss ja was kurz mal claimen. Das Problem ist halt, der wird auch nicht unendlich viel Dinger haben halt, ne? Also der wird genau dasselbe Problem haben wie wir dann. Ja, klar. Aber trotzdem ist es halt gut, wenn wir so schnell wie möglich halt moven. Ja, ja, ja. Ich gucke jetzt erstmal mit den. Was ich dann halt nächstes brauche, ich brauche irgendwo was, wo ich die Kohle-Dinger aufbauen kann und die Ulfen aufbauen kann. Die Ulfen? Das ist auf jeden Fall der, dass das Eisen weiterläuft. Achso, dann schmeiße ich erstmal noch Kohle, ein paar Foundations dahin. Dass wir ein bisschen Fläche haben. Ich überlege halt, ich weiß halt nicht, ob das geht, ob man nicht diese Kohleöfen oder was das sind, oder diese Kohle, was auch immer die Dinger da heißen, ob man die nicht auch zweistöckig bauen kann, eventuell, um Platz zu sparen, weißt du? Ja. Habe ich halt alles noch nicht probiert. So. Also wichtig ist halt, dass du dir den einen Claim holst erstmal, weil dann ist der Rest letzten Endes egal, dann ist die Burg okayisch groß und der wird es dann nur ein paar Tage lang durchhalten, weil der braucht den Bauplatz ja dann selber. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Also falls da wirklich so ein. Und ich glaube, dass das so eine, dass das Leute so Ärsche sind hier. Die das machen, halt so, okay, geh weg. Kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Das ist halt die Gefahr, die besteht bei diesen Spielen. Ja. Weil es halt Menschen sind. Und deswegen habe ich halt gedacht, okay, gehst du so weit genug von denen weg, damit du so eine Sachen halt eher vermeidest. Dachte er sich wahrscheinlich auch. Ja, aber das ist ja nur sein Farmspot. Schreibt er ja. Das heißt, er wird ja hier irgendwo gebaut haben. Das heißt, er wird nicht so einfach so random jetzt irgendwas abholzen können. Hoffentlich. So bescheuert wie die Menschen manchmal sind, kannst du gar nicht denken. Ja, wenn er einfach nur stressen will mit der Scheiße, weißt du, das ist halt das Problem. Ja, ja. Ich bin ja immer noch in der Arme der Welt hier. What the fuck? So, ich mach mein Inventar mal leer. Ich habe auch noch gar nicht getestet, wie hoch man tatsächlich bauen kann, weil wenn man hoch bauen kann, kann man nämlich auch sehr viel Platz gewinnen letzten Endes. Ja, ein bisschen hoch können wir, aber so müssen wir machen. Ich will auf jeden Fall so ein, zwei Türme haben, denn, ne? Die man von Weitem auch schön sieht. Aber es ich habe irgendwas mal in einem Video gesehen, das ist mit Statik irgendwie aber auch. Das heißt, du musst dann irgendwelche Pillar ziehen und so, damit das geht, also in die Höhe zu bauen, glaube ich. Ja, das kriegen wir schon irgendwie hin. Das war aber der Dude, der hier rumgerannt ist, der auch ähnlich equipped ist wie wir, ne? Also der ist auch so weit wie wir. Ja, 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 ja. Ja, ja.
werde jetzt mal testen, was passiert mit den Dingern, wenn man die abreißt. Ob man da die Mats wieder zurückbekommt. Achso, bei dem Stein gerade eben, es wird mir zwar nicht angezeigt, aber ich habe gemerkt, wenn ich eine Treppe abbaue, dann habe ich die Ressourcen wieder, um eine neue direkt zu setzen. Also du kriegst die Sachen wieder. Okay, aber es ist halt auch die Frage, was passiert mit den, also mit diesen Schmiedetischen und den ganzen Scheiß. Das ist ja wirklich. Das weiß ich nicht, ja. Also Basic Alchemy. Ich habe die Truhe. Die Truhe zum Beispiel, die habe ich einfach abgebaut, dann hatte ich die im Inventar. Okay. Aber wie machst du das? Also du machst dann eins oder was und dann. Du nimmst den Hammer in die Hand und dann kannst du mit der ja. mit dem Mausrädchen kannst du destroyen. Okay, habe ich das jetzt so. Draufklicken quasi aufs Mausrädchen, ja. Einfach so ein paar Sachen, die ich zum Beispiel, obwohl, macht es Sinn, so eine Sache rüberzubringen? Was muss ich denn? Eine Werkbank macht doch Sinn, rüberzubringen, oder? Ja, auf jeden Fall. Boah. Ich will jetzt nicht kämpfen, geht weg. Ich verbreite Liebe. Weil Steine habe ich hier auch nicht mehr. Das Einzige, was ich jetzt hier noch habe, ist Clay halt ohne Ende, glaube ich. Auch nicht mehr ohne Ende, wie es aussieht. Doch, einen Sack voll habe ich noch. Ich würde das Gesicht von dem Typen gerade gerne sehen, der sieht, dass wir beide abhauen und sich denkt, ha, ich habe sie in die Flucht geschlagen. Dann kommen wir mit 800 Kisten wieder, weißt du? So, nein! Das ist unser Land. We claimed it. Richtig. Mein Inventar ist wieder voller Roller voll. Oh nein, Bären. Ah. Guten Tag. Schönen guten Tag, der Herr. Was man testen müsste, ist, wenn du eine Kiste und noch ein Item irgendwie drin hast oder ob diese Items auch dann rausfliegen, wenn du die kaputt machst. Hm. Ich baue jetzt mir das Haus ab, was ich da schon gebaut habe. Ich stelle jetzt die Sachen einfach, die ich jetzt irgendwo erstmal dahin auch, ne? Ja, dass ich die Ressourcen wieder loswerde, dass wir aber trotzdem diese Werkbänke haben, weil wir haben die ja immer noch dann abbauen und wieder richtig, neu positionieren. Richtig, richtig. So, Plots. Plot 1, 2, 3 und 4. Ja. Aber ich kann die ja hier umbenennen, damit ich weiß, welche das sind, ne? In der Theorie ja. Dann müsstest du ja eigentlich, dann sehen, welche das sind. Das ist natürlich smart. So. Ey, vor allem wie unser Ding, wenn ich einen Hammer in der Hand habe, wie unser Teil da hinten von der Burg so richtig krass leuchtet in der Ferne. Sehr gut. Eins. Zwei. Das war, wie frech man sein muss, ne? Das ist mein Farming-Spot. So. Ja. Ja. Wo sehe ich denn den Namen von den Plots? Du musst den Hammer wieder in der Hand haben und dann, dass du diese Sicht auf die Plots halt hast und dann müsste eigentlich irgendwie der Name dastehen. Das ist mitten im Wald. Ich sehe halt durch die ganzen Bäume die Schrift nicht. Das ist so total toll. Okay. 4. Ach, hier ist die 4. Okay, cool. Das ist schon mal gut. Dann ist die 4 und dann mache ich hier Release Plot. Please type delete to confirm. Delete. Geil, hat funktioniert. So, das andere müsste dann demnach Purple Plot. Ja, okay.
Und es ist die 3. Ich hoffe, es ist die 3. Wir werden es sehen. 3. Release Plotte. DLT. Jo, geil. Ich habe 2 weitere Plots freigemacht. Cool. Ich habe das Haus weggenommen. Nice. Könntest du quasi dann auch fast den als nächstes, wenn du herkommst, wieder den weiteren Plot beimachen. Da steht noch die Hälfte von dem Weinfass drauf und eine Kiste, aber sonst kannst du das quasi ja, safen. Okay. So. Full. Crafting. So. Was habe ich denn jetzt einfach was hatte ich denn abgerissen? Ich hatte die Basic Workbench habe ich glaube ich abgerissen. Ich weiß jetzt natürlich nicht, wo ich die. Ich stelle es einfach hier hin, ne? Guck mal, also dass ich die einfach hier so mit hin dazu ballere. Ja. So macht es natürlich mehr Sinn wahrscheinlich. Dann steht sie erstmal da. Alles cool. Wir können immer noch neu positionieren. Wir stellen sie dann erst um, genau. Das war das andere, was ich noch abgerissen hatte. Basic Weaponsmithing. Ach, krass. Mit K kann man sich die Tastenbelegung anzeigen lassen. Da gibt's Target Lock. Das wusste ich gar nicht. Das ist cool. Guiding Wind. Moment, ist das nicht dasselbe? Ach Quatsch, ja geil. Du kannst einen Waypoint setzen. Auf der Karte mit Steuerung und Mausklick. Und wenn du den G drückst, dann wird dir so ein Wind angezeigt, der in die Richtung quasi weht, damit du weißt, wo du hin musst. Ah. Das ist cool. In irgendeinem Spiel gab es das auch schon mal. Ich weiß gar nicht mehr, welches das war. Ich glaube, das ist so ein bisschen Elden Ring-Stil. Der Guiding Wind. So, was habe ich jetzt noch im Inventar? Was ist das hier? Die Apothekerei. Und die Fletching habe ich. Okay. Ab und zu, ich weiß, es wird da wahrscheinlich auch so ein bisschen an meinem Rechner, an meiner Internetverbindung liegen. Ab und zu habe ich so einen Ruck da drin. So einen Stocken. Da hängt da manchmal ein bisschen. Weiß ich nicht. Also ab und zu, glaube ich, habe ich das auch. Aber ja. Das ist nicht, das ist aber, glaube ich, irgendwas Serverseitiges. Also, kann auch sein. Also bei Minecraft war das so ein bisschen manchmal, wenn er ein neues Gebiet lädt, so neue Chunks lädt. Also ungefähr fühlt sich das an hier auch. Aber ist mir egal, ich habe ein Cape, ich bin Batman. Mhm. Ja. Erzähl weiter. Also ich stehe hier ganz unten und man hat schon ein Stück von der Treppe gesehen. Das ist schon ganz geil. Hieß der Senpai, der Typ, der dich angequatscht hat? Ja, genau, Senpai. Aha. Der rennt hier unten rum. Rennt aber gerade quasi auf die andere Seite in den Wald. Ich glaube, er wohnt irgendwo im Wald und farmt hier nur. Okay, Bench. Haben wir die schon gehabt? Jetzt sind hier ein paar mehr unterwegs. Zumindest zum Farmen. Soll uns egal sein. Hier gibt es genügend Zeug. Spawnt doch alles immer wieder, wie ich gerade sehe. Hier liegt wieder Clay rum. Ja, ich glaube, wir haben hier richtig guten Spot erwischt. Hast du das gut gesehen? So, habe ich sehr gut gesehen, ne? Ja. Dachte ich mir so, hä? So, oh. Ich claime. So. So, ich habe jetzt alles wieder abgelegt. Ich habe jetzt hier oben diese ganzen Workbenches erstmal hingestellt. Ja. So, die können wir dann immer noch umbaldobern dann, wenn es soweit ist. Also einfach, dass sie erstmal stehen, dass ich die Mats aus dem Dings habe. Wo soll ich denn, warte mal ganz kurz, bevor ich hier irgendwie Scheiße baue, wo soll ich am besten noch claimen? Hier rechts dran, wa? Hier so. Ich würde
wahrscheinlich darüber und ich weiß halt nicht, wie weit wir breit wir gehen wollen halt noch. Na, ich würde hier, wo ich jetzt stehe, noch eins setzen und wenn, dann da oben auf dem Hügel oben drauf noch ein, so weißt du? Hier oben meinst du? Genau, weil da dann der Turm kommt, sag ich mal so. Okay. So die Denke. Ja. Wenn ich das jetzt hier setze, so, zack. Hallo Kuckuck! Hallo Kuckuck! Speedy, grüß dich! Dann kann man hier, wenn du hier quasi da, wo du jetzt stehst, dran setzt, dann haben wir hier oben den Hügel noch mit eingenommen. Hast du nicht noch? Ach nee, du hast unten eingesetzt. Ich hab unten eingesetzt, ja, genau. Ich muss gerade mal gucken. Achso, du musst dir aber wieder denken, dass du wieder freischaltest halt, ne? Achso, ja, stimmt. Wo kann ich ja per Menü machen, ne? Ja, oder? Ich überlege Plot. Halt tatsächlich so, ob das uns hier, weißt du, wenn so ein Arsch hier kommt und hier direkt was davor sitzt, ist natürlich auch ein bisschen kacke, ne? Also kann er jetzt nicht mehr, da, aber hier wäre zum Beispiel ja schon. Kannst du überall dich quasi in die Scheiße reiten. Das ist, glaube ich, egal. Okay, aber hier könnte man, weißt du, was man hier vorne machen könnte? Nur so eine Idee. Ja, es geht ja hier hoch, dann die Treppe hoch, aber ja. Dass man hier auch, dass du hier auch Steine quasi setzt auf die Basis, sodass eine Höhe zu machen, dass man so ein bisschen hat wie so eine Art Vorburg, wo man so marktplatztechnisch vielleicht irgendwie so, weißt du so, also. Ja, so, na, ich hatte ja sowieso, also der Raum ist ja begrenzt, wir haben hier einen Platz hier vorne. Aber ich wollte da auf jeden Fall auch das begradigen und dann halt mit einem Tor, also mit einem Torbogen, wo man durchläuft und dann zur Treppe kommt, so ungefähr, weißt du? Okay, ja. Aber halt das halt alles auf einer Ebene. Aber da musst du halt gucken, bevor du es jetzt machst halt, weil guck mal, hier ist der höchste Punkt, nämlich, und der ist schon fast so hoch wie die Treppe da. Ja. Na? Da hast du recht. Ja, ich, wir tüfteln uns das schon aus. Hauptsache, wir haben erstmal die Platz gesaved und dann, ich guck mal, was ich mir erstmal leer mache. Gut, dann bin ich wieder auf der Reise. Reise mal. Unter Brückenwind. Puh. Ich glaube, wir brauchen mehr Kisten. Echt jetzt? Es wird eng, glaube ich. Aber gut, wir können ja die Kisten mitnehmen, die wir leer machen. Ich habe jetzt keine Kiste mitgenommen, tatsächlich. So. Ich lasse halt die Schmiede so lange laufen, wie es irgendwie geht da drüben, dass die Materialien halt dadurch, also die jetzt abzubrechen, wäre halt ein bisschen dumm. Ja, absolut. Es reicht auch erstmal ein weiterer Plot. Dann haben wir noch einen da drüben. Nee, es ist nur noch einer übrig, ne? Nee, zwei habe ich. Zwei. Stimmt, zwei. Das ist das, was noch halb von dem Weinfass bedeckt wird. Und da, wo der ganze Krempel steht. Mehr oder weniger. Gestern war es lustig bei Tom. Ja, ich hab reingelurkt und ich hab mir das Video angeschaut. Gestern war bei uns auch lustig. Wir haben rumgeleckt. Ja, ey, das klingt falsch. Sag das nicht so. Wer hat hier wen geleckt? Excuse me. Ich habe nicht gesagt, dass wir jemanden geleckt haben. Wir haben einfach nur ein bisschen rumgeleckt. Naja, aber... Durch die Gegend, einfach alles, was da kam. Schwein, Bär. Ratte. Ich habe am Stein geleckt. Ja. Ist das der Typ, der hier unten baut mit seinen wie heißt der Dude, der hier unten ist? Abusma. Der wird hier gleich wieder ausziehen, wenn er unsere Burg da im Hintergrund thronen sieht. Und dann geht's, oh fuck, ich muss weg. Sorry, cannot build hier. Warum nicht? Ich glaube, du hast den Alchemietisch echt ungünstig gebaut. Ich kann da keine Treppe ransetzen. Ja, okay, dann gucken wir gleich nochmal. Ich habe jetzt nicht so krass darauf geachtet. Nee, alles gut. Ich muss halt erstmal auch klarkommen, wo kann ich was setzen, was macht Probleme eventuell, sowas anderes. Ja. Da ist so ein bisschen die Frage. Le Frage. Es gibt halt, und für verschiedene Berufe gibt es halt verschiedene Stations halt auch, ne? Das hast du ja mittlerweile schon mitgekriegt.
Und wir haben noch nicht mal alle Berufe, glaube ich. Es gibt noch irgendwie ein, zwei, die haben wir noch gar nicht angetastet. Ja, ja. Und jetzt halt die Frage, wie wir das halt gestalten mit den Räumen. Wir haben eine Burg. Und ich stelle halt stell mir vor, wenn du eine Burg hast, hast du in der Mitte der Burg, hast du ja auch ne, deinen großen Platz, sag ich mal. Und drumherum das Gemäuer mit Turm und bla bla. Und nach links, nach vorne, nach rechts gehen überall halt so Räume in die Burg rein und jeder Beruf, jede Station hat so seine eigene Ecke. Sag ich mal, weißt du? Ja. In einem Dorf hätte ich jetzt gesagt, jeder Beruf, jede Ecke hat sein eigenes Häuschen. Häuschen, ja. Aber so machen wir das halt von dem Burgplatz da so aus ein bisschen. Genau, aber ich hätte ja dann schon das Lager, also wir hätten ganz schön so ein Hauptlager irgendwie geben, aber dann halt so spezifische Lagersachen, dass du zum Beispiel nicht immer rennen musst ins Lager, wenn du da deine, keine Ahnung, was holen willst, deine ja, Lederer-Sachen ja. Oder was so. Das ist halt alles schon ein bisschen... Genau, das ist an den jeweiligen Crafting-Stations mit dran und so ein Kram, ja. Genau, und dann halt zusätzlich noch den, was würde ich sagen, die... dass die Öfen auch natürlich bei der Schmiede dann sind. So in der Nähe, also wo du die halt brauchst. Also nicht, dass du das Eisen da reinmachst und dann. Naja. Hattest du jetzt noch Stein eingelagert? Ich glaube, ich hatte keinen Stein mehr. Oder habe ich nur Stein eingelagert? Das ist... weiß ich gar nicht mehr. Ich guck mal alles durch. Wow, die eine Kiste ist einfach voll mit Stein, weißt du? Na gut, dann habe ich scheinbar doch Stein eingelagert. Das nächste, was ich halt habe, ist nur... ich habe noch ein bisschen Clay halt. Das habe ich nochmal. Sehr gut. Dann habe ich schon mal erstmal einen guten Start. Okay, diese Kohledinger sind weg. Das ist halt immer hier die. Ja, ist glaube ich ganz geil. Wie krieg ich denn den weg? Sag mal. Oh, der löst sich dann einfach in Luft auf, wenn man den da drunter wegnimmt. Okay, muss man auch erstmal wissen. So, und die Mats wiederbekommst? Na, das weiß ich nicht. Ich glaube, die waren nicht, sind nicht wiedergekommen. But I can tell. Ah, ja. So, wie sieht's hier aus? Wir haben jetzt einmal den Basic Javelin. Wir haben den Brunnen. Ich habe irgendwie so ein ganz böses Gefühl. Was denn? Ich habe das Gefühl, am Wochenende steht die Burg. Ach so, okay. Ich dachte gerade, oh nee, was ist denn jetzt? Ja, ich werd gucken, dass ich Freitag klar ein bisschen was zocke abends, ein bisschen länger mache. Samstag muss ich schauen, da hat meine Frau Geburtstag, aber die wird ja auch nicht bis nachts irgendwie feiern oder so. Sagst du jetzt? Ja. Ich muss mich selbst davon so weit überzeugen und so lange überzeugen, bis sie überzeugt ist. Verstehe. Das ist ein Plan. Gut, ich hoffe, ich habe nicht so... Oh doch, ich habe die erste Sachen schon verloren. Fuck. Ach, weil du voll bist. Ja, das ist natürlich... Beim Abbau musst du darauf aufpassen, ja. Ansonsten machst du erstmal die Kisten da ein bisschen voll. Da waren ja ein paar Kisten, die ich übrig gelassen habe, die leer sind.
Ja, das ist eigentlich, weiß ich gar nicht, was ist denn hier? Was brauchen wir denn hier? Ist es nur Longwood Sticks? Weiß ich gar nicht. Reed. Haben wir noch Reed irgendwo gehabt? Ich glaube schon. Ich lasse die Pfeile ganz kurz hier, da müsste ich eigentlich das alles aufheben können. Okay, sieht gut aus. Ups. Und dann komme ich erstmal wieder rüber. Also hast du den Plot, den ich weiß halt nicht, ob ich den ist die Kiste, sind die Kisten hier leer, die ich mit dem Zeug da hast du die Rüstungsgedöns drin gehabt. Das hast du da geschafft. Die Frage ist halt, was passiert, wenn ich hier die jetzt abreiße, hier den Plot. Ja, und probier's aus. Ich glaube, da ist nichts mehr Wichtiges drin, soweit ich das im Kopf habe. Ja, so. Jetzt muss ich erstmal ganz gucken mit dem Plot. So, welche habe ich denn? Ich sollte vielleicht einfach die wirklich auch mal so benennen, wie du sie benannt hast, mit 1, 2, 3 und so. Das ist vielleicht gar nicht so dumm. Die 4, das ist nämlich der, ich hätte nämlich einen falschen weggemacht. Ah, siehst du, ja. So, ich gehe jetzt noch ein bisschen Stein bauen, verbaue das und dann muss ich auch langsam zum Ende kommen wieder hier. Das Wichtigste ist, ach, jetzt ist schon wieder 22:23 Uhr. Oh, what the fuck? Ja, ich sag's dir das. Ich sag dir das. Aber es war nötig. Also wir haben einen richtig geilen Spot erwischt und können uns freuen, dass wir hier aber richtig geil loslegen. Das ist aber hart. Die Kisten sind jetzt einfach frei, ne? Achso, oh. Die sind jetzt auch Public Storage. Den wolltest du ja eigentlich abbauen und gucken, was passiert. Oder nicht? Nee. Also ich bin nur froh, dass der Plot jetzt hier nicht in diese Dinger reingegangen ist. Guck mal, das ist genau bis hier. Ja. Weniger Mimimi, mehr zocken. Oh, hallo? Du kannst ja das Spiel kaufen und uns quasi im Game beipflichten und uns helfen. Bist du auf dem Weg jetzt hierher? Ich? Nö. Na egal, wenn sie wechselt, ist sie weg, halte Scheiße. Kann sich einer mit einer an Streitkolben halt. Ja. Oder viele Streitkolben, kann man ja auch so sehen, aber. Ich glaube, die Kisten sind ja trotzdem auf Private gestellt oder auf Clan gestellt. Nee, die sind Public. Oh, echt? Ups. Ja, und du kannst es aber auch nicht mehr ändern. Solange sie nicht in deinem Gebiet stehen. Ja, richtig. Das ist ja fies. Okay, ich bin schon wieder mit so einem Fickvogel an. Was ist das denn? Aska habe ich auch schon gehört, aber ich muss ganz ehrlich sagen, Aska, es kommt ein Game raus, das heißt Aska, ich habe das gestern schon irgendwie gehört, ich kann damit irgendwie nicht anfangen, was ist das? Kommt am 20. raus. Vielleicht habe ich schon was gesehen davon, aber ich kann irgendwie jetzt nicht, keinen Zusammenhang irgendwie herleiten. Morgen? Ah, morgen schon der 20. Ja, stimmt. Wow. Irgendwas, mich hat, Highclub ist ja schon, Haris hat mir auch irgendwas gesagt. Irgendwas hat er mich auch gefragt in irgendeinem Spiel. Aska. Da habe ich gesagt so, hey, ich habe doch jetzt eins, brauche ich nur eins. Ja. Not enough Stamina. Oh. Denk an ich Essen. Ich hab... Du hast, nicht das Maximum. Ich habe halt das Essen, das eine, was ich da habe, am Maximum habe ich weggetan. Das ist klug. Ey, damit ich halt die Sachen rüber transferieren kann. Ja, ja. So. Boah, ich freue mich schon, die Burg denn quasi in Einrichtung technisch da aus. Oh, so eine Küche mit. Oh, ja, geil. Wird gut. Ja, ich glaube, Kochen ist auch so deins. Bisschen.
Ja, kannst du haben. Ich glaube, ich habe einmal Fleisch gekocht. So. Ich werde den schon versorgen. Von denen ich immer noch esse. In irgendeiner Kiste habe ich auch schon Plants reingeschmissen. Also wir können auch was anbauen. Okay. Stimmt, bei Tom. Beim Tom, das kann sein, dass das da ich das daher habe. Ja. Ich versuche gerade, ob ich hier die Treppe schon sehe. Oh ja. Ganz in der Ferne da. Und wenn die dann noch abends beleuchtet ist. Ja, ja. Vor allem, wenn da die Türme im Hintergrund prangern einfach noch. Oh ja. Das wird dir eine richtig gute Tour irgendwann, ne? Du kannst ja einmal so ein bisschen so einen kleinen Bogen laufen und hast die Tasche voll mit Steinen und Clay. Ja, ja. Das ist echt gut. Komm, wenn du so weit gehst, du gehst. Ja. Boah, schon Doppeltreppen hier. Und eine Plattform hier. Okay, ja, das geil wäre halt gewesen, wenn du hier ein bisschen Platz geschaffen hättest, dass ich hier ein bisschen mehr von diesen Dingern aufstellen kann, so. Weil ich hab noch ein paar. Kann sein. So. Ach, ich will deine Viewer nicht. Du brauchst einen Mod. Der ist, glaube ich, der ist wieder im Urlaub oder was? Urlaub? Ich muss selber den Mod machen. Weiß ich nicht, wo er ist, aber er hat vorhin nur Deutschland geschrieben. Deutschland hat er geschrieben. Stimmt, ja, stimmt, die haben wir gespielt, ja. Also, was hatte ich denn jetzt für Sachen hier? Einmal habe ich Jabber Crafting Tools, die kriege ich Basic Armor Smithing Tools. Wenn du einen Brunnen zu stehen haben willst, wo willst du den haben? In der Mitte von unserer Burg, also direkt auf dem Platz, den wir noch okay, nicht warte, haben. Ich mach den jetzt einfach hier hin. Ja, mach einfach. Knall einfach auf den. Abreißen, dann ist alles. Eben. Construction Crafting. Ich stelle mir das so ein bisschen vor, was? Zumindest grob, ohne Türme und so weiter. Die gibt's da ja nicht. Nicht in der Art, die ich sie haben möchte. Aber so grob diesen Innenhof und so weiter, kennst du, warst du schon mal in der Zitadelle Spandau? Nö. Boah, das ist nur für einen Berliner Wahnsinn. Nee, gar keiner halt einfach. Wow. Das geht halt wieder los hier irgendwie. Dann halt nicht. War ich nicht. So, ich hole auch den. Jetzt ist noch da hin, der Teil. So, was hatten wir jetzt noch? Hab ich die nicht abgerissen? Ich hab da so ein Eisenvorkommen, das wächst einfach gerade. Hey, ach du Scheiße, ich hab den Basic Bellows, hab ich, glaube ich, liegen lassen bei mir da in der Basis. Oh, Scheiße. Das ist, was? Was für ein Ding? Da ist halt irgendwie das für diese Riesenschmiede. Diesen Blasebalg oder was ist das? Ach so, ja, okay. Okay. Den habe ich irgendwie scheinbar Mist. Das ist wahrscheinlich auch rausgedroppt, weil mein Inventar auch schon voll. Siehst du, ich bin nicht einmal richtig rumgelaufen, großartig, aber mein Inventar ist voll. Ja,
das wird dir noch öfter so gehen. Mhm. Bis du die ersten Taschen bauen kannst. Aha. Zähl weiter. Okay, ich weiß ja nicht, ob ich das jetzt einfach dahin stelle. Wir brauchen hier mehr Space. Der Alchemietisch muss da weg. Sonst kann ich hier keine Treppe ranbauen. Warum kann ich denn das Ding hier nicht hinstellen? Achso, jetzt geht's dahin. Ich sorge jetzt für mehr Space. Achtung, Achtung. Warte. Ich muss einmal nur gucken, dass ich hier nicht, dass ich alles wieder aufbaue, was ich auch abgebaut habe. Ja. Gemcrafting. Warum habe ich denn so viel Stuff noch? Das ist der Alchemietisch, muss ich. Achso, den willst du weghaben. Ah, got it. Genau. So, hier müssen wir gucken, dass wir hier in die Höhe gehen jetzt. So. Ich hab noch. Ja, ich kann das Ding nicht machen, weil ich diesen Belly-Dingsbums dann. Wo hab ich denn den gecraftet überhaupt, ey? Hol den Alchemietisch da weg! Ja, warte! Mach jetzt! Ich muss erstmal. Mann, das ist mir unter Druck, jetzt kann ich nicht mehr arbeiten. Ich sitze nicht unter Druck, was ich hab wollte. Zeit, mach schneller. So, okay, warte. Abbauen ist hier... Item 4. Genau, danke. Er war es wirklich, Wahnsinn, okay. Interessant. Okay, dann setz ich ihn einfach dann hier hin. Ich brauche meinen Freiraum. Und hier gehen wir nach oben eins. Ja. So. Das kann funktionieren. Was kann ich jetzt nochmal? Warte, dieses Fauna-Pack-Ding habe ich glaube ich noch nicht gebaut hier. Okay. Was habe ich noch nicht gebaut? Das haben wir schon. Das haben wir auch. So. Silverbooking. Achso, hier das Spinnen. Spinnen. Also Mangel an Sand haben wir schon mal nicht. Oh, Glas. Das ist so wichtig. Oder ich habe das Ding gar nicht abgebaut hier, sehe ich gerade. Basic Forge. Stand die Basic Forge noch? Du warst gar nicht in der Basis, ne? Du bist es ja nicht. Nee. Ah, ich hatte diese Dinge habe ich abgebaut. Die Basic Charcoal-Ding. Soll ich denn die Teile hinten machen? Weil die gerade waren gerade alle. Soll ich die erstmal hier vorne einfach hin? Ja, mach ruhig da vorne ist Platz, genau. Hm. Ich setze die mal ein bisschen weiter rüber, dass die. Scheiße, das ist aber auch. Irgendwie ist es nicht schön hier, was hier entsteht. Hier einfach an der Wand. Ja, ist ja erstmal grob, weißt du? Mhm. Ich will mal noch ein bisschen ein paar Foundations mehr bauen. Hast du denn dein Platz schon geclaimt? Wo soll ich ihn denn hinclaimen? Oben drauf im Berg, ne? Genau. Und so, jetzt muss ich mal gucken. Ich muss einmal ganz mal checken, ob ich irgendwas noch vergessen habe zu bauen jetzt. Das Ding habe ich, glaube ich, nicht. Grund habe ich gesetzt. Tailing und Dings habe ich, das habe ich. Was habe ich jetzt noch im Inventar? Habe ich noch im Inventar? Ach, hier den Amboss. Legs missing. So, jetzt habe ich zumindest den Stein, den wir noch hatten, soweit komplett verbraten. So, was fehlt mir noch?
glaube, jetzt habe ich eigentlich alles, meine ich. Genau, und hier oben, direkt hier oben drauf, wäre denn der nächste Plot. Platz. Na, ich mach den gleich. Ich muss jetzt hier mal irgendwie mal in eine Kiste was reintun. Es kann sein, dass es Materialien sind, die da, wo der Sand drin ist, ja, da schmeiß ich jetzt mal ein paar Steine rein. Es kann sein, dass es. Es kann sein, dass da irgendwas dabei ist, was ich brauchte für die für diese eine Schmiede da. Ist gut. Habe ich alles da reingedauert. So. Ich werde heute so nicht mehr weiterbauen. Von daher. Warum kann ich den nicht setzen? Ist das alles zu schief oder so? Du musst du näher an unseren Platt unten ran hier. Hier so. Nee, ich glaube, wir sind hier in der, dass der Hügel schon in der. Eigentlich der nicht. Ist schon auf der. Aber ist an der Grenze vielleicht, das ist so nah an der Grenze dran. Ja. That's the problem. Okay, dann muss ich umdenken. Dann machen wir hier, wo ich hier schon stehe, den Turm. Hinten dran. Dann haben wir dann nach rechts. Also. Bisschen länger. Das wäre natürlich der perfekte. Das wäre perfekt gewesen halt, ne? Aber ja. Das ist so genau einen Tacken drüber, glaube ich. Ja, mag sein. Also ich könnte, wir würden halt ein bisschen Platz warte mal, jetzt muss ich mal gucken, wo der Platz überhaupt hingeht. Nee, hier oben drauf geht das scheinbar irgendwie nicht mehr. Abgefahren. Oder der rastet halt. Und ich glaube, da wird man zu viel Space. Hä? Ich kann den gerade gar nicht. Also der will da einrasten. Man könnte nehmen. Bisschen. Aber da verlieren wir zu viel. Ja, ich würde den Wenn dann hier ransetzen. Da haben wir nach links und nach rechts quasi das Ding ein bisschen in die Länge gezogen. Da kommen wir halt Seitenflügel ran, sag ich mal so, weißt du? Siehst du das? Hier könnte ich es hinsetzen. Dann hast du noch ein bisschen mehr von dem. Ja, ist okay. Mach mal ruhig. So, dann haben wir den Berg hier noch ein bisschen mehr, also der geht bis hier. Ich sehe es gerade, ja. Und wenn ich den anderen halt auf der anderen Seite müsste ich ihn ansetzen, könnte das vielleicht gehen, ich weiß es nicht genau. Okay. Ist okay. Muss ja nicht komplett symmetrisch aussehen, die ganze Geschichte. Aber ich will das von unten, dass man halt diesen fucking Turm sieht, weißt du? Ja, logisch. Das muss schon sein. Ja, na, kriegen wir schon hin. Das ist so schon imposant genug mit der Treppe hier. Ja. Am Hintern Stein im Arsch gerollt. So. Genau. Okay, dann würde ich sagen, gehe ich jetzt nochmal wieder rüber. Mein Inventar ist leer. Mach das. Ich werde so schnell wie möglich gucken, dass ich ins Bett komme. Schon wieder viel zu spät. Hier ist nochmal Clay. Hier ist nochmal Clay und hier ist nochmal Steine. Na, dann sammel. Na, wow! Ich kann nicht heute wieder so lange machen. Das ist nicht gut für meine Gesundheit. Ich war heute früh kein Mensch, Mann. Okay, kann ich verstehen. Aber hättest du mir wenigstens dann einen irgendwie. Ja, es wäre schon geil gewesen, wenn ich wüsste, wo ich weiterbauen will. Ich will ja auch nicht so lange heute machen, aber dass ich so ein bisschen. Obwohl, eigentlich. Ich brauche nur meine Schmiede, muss irgendwo hin. Naja, das kann ich, wenn du nochmal hochkommst, kann ich dir ungefähr zeigen, was ich so zumindest gedacht hatte. Okay, warte. Das können wir noch machen. Jetzt habe ich das Gestein hier jetzt noch mit? Oh nein! Energy. Wie gesagt, ich kann heute auch nicht so lange machen. Ich habe, wie gesagt, heute Morgen ja schon geslackt auch, wie so ein Dings. Also ich habe mich halt hier eingeloggt, das ist halt das Problem. Hey, jetzt treffe ich den gar nicht mehr, der ist auch behindert. Grober Fehler. Ja, das ist echt doof. Da
ist er. Sehr gut. Also, ich dachte mir, komm, wir fangen mal hier an. Also, ne, da unten ist klar, das kann ich dir ja nochmal so ungefähr erklären. Du kommst aus der Walachei, kommst du hoch. Und hier, wo die Treppe anfängt, ist auch dieser Torbogen. Der hat dir wirklich auch so eine Dreierbreite. Ja? Okay. Läufst hier durch. Hier an den Seiten kommen auch nochmal Treppen, die auch nur auf diesem Podest führen. Also der Podest hier vorne wird nicht größer von der Breite her, sondern sind einfach nur an den Seiten, einfach nur Treppen, dass du von allen Seiten quasi sehr gut nach oben kommst. So, dann kommen wir hier die ganze Geschichte hoch. Hier kann ich mir vorstellen, dass wir nach links und rechts vielleicht noch eine kleine Mauer haben, die ist ein bisschen begrenzt. Mhm. Und dann fangen wir hier mehr oder weniger schon mit unserem Tor an der Hauptmauer an von der Burg. Okay. Hier nach links und nach rechts, das hast du ja gerade dran gesetzt, aber hier nach links sieht man es eben sehr, sehr gut. Da genau hier, wo die Begrenzung ist, kommt halt eine Mauer hin. Und du kannst halt von dem Hauptplatz, wo wir mehr oder weniger hier schon draufstehen, kannst du nach links und rechts in Gebäude schon reingehen. Das sind so das quasi mal Seitenflügel, wo man dann schon links ist von mir ist die Schmiede, rechts ist die Küche oder sowas halt, weißt du? Okay, warte mal, das heißt, du willst bis wohin. Das heißt, es geht aber auch jetzt, wenn ich jetzt hier baue, geht es bis hier hinten ran, oder was? Ja. Ich hab schon gar keinen Clay mehr. So. Die Kisten sind so ein bisschen was drin. Da ist so ein bisschen was drin. So, das heißt, alles, was jetzt hier ist, wird alles dann mit diesen Dingern ausgebaut, oder was? Ja. Also das hier nicht denn scheinbar, oder? Weil hier ist auch schon wieder, naja. Wo wir halt ein bisschen aufpassen müssen, da weiß ich noch nicht ganz, wie das am besten passt, mit der Außenmauer halt so, weißt du? Ja. Aber ansonsten kann man hier schon ordentlich mit Foundations und Treppen einfach das Ding zukleistern. Wo willst du denn jetzt irgendeinen Turm hin haben? Der Turm, der kommt eigentlich so gut wie möglich direkt hier oben drauf. Das ist gerade auch noch uns hier, ne? Das hier. Ja, Tatsache. Das musst du übrigens noch freigeben. Das hast du noch nicht für den Clan freigegeben. Das hast du gerade herangesetzt, ja. Und das ist hier quasi schon alles innerhalb des Gebäudes, innerhalb der Burg. Da müsste er frei sein. Ja. Okay, das ist innerhalb der Burg. Weil wo kann ich? Ich hätte gerne tatsächlich so eine Schmiede irgendwie, die so ein bisschen, so das könnte ich mir vorstellen, dass das ein Fenster von meiner Schmiede aus wäre hier. Mit der View. Naja. Dann müsstest du gucken, dass du von hier aus erstmal schaust, vielleicht noch ein, zwei Treppen ransetzen, dass die hier oben mit der Fläche ankommst und dann kannst du nach hinten mit Foundations arbeiten. Okay. Das heißt, warte mal, ungefähr die. Ich will eins verhindern, dass wir nicht hinten in der Ecke anfangen, von zwei Seiten irgendwie zu bauen, in der Mitte ankommen und dann passt das nicht zueinander. Wir müssen schon unten ansetzen. Verstehe schon. Also ich würde die halt. Also, was ist der Plan für diesen Part hier für dich? Mauer schon, ne? Ja, klar. Und in die Ecke kann ja so, dann das heißt, Schmiede ungefähr, oder hier oben Schmiede hier an Turm also dran soll oder so. Also der Turm hat die Spitze, der soll ja auch ein bisschen, also hier hinten ist logisch die Außenmauer von dem Turm, aber die Spitze stelle ich mir also hier ungefähr vor. Ne? Schön in der Mitte von dem Weg, den wir da vorne haben, wo wir hochkommen. Hier quasi die Mitte und hier ist dann auch die Turmspitze. Gut. Weil das andere weiß ich nicht, den anderen Claim, den brauchen wir noch ein bisschen, also da werde ich ein bisschen brauchen, bis ich ihn abreißen kann. Ja. Okay, das heißt hier bis hoch. Was ich mir auch vorstellen kann, ist, dass wir jetzt hier mit den Claims, die wir hier schon haben, machen wir unsere Burg und den Claim, wenn wir den irgendwann dann abbauen können, setzen wir quasi an die Burg ran, auch ein bisschen Mauer, aber dann kommen da Felder ran zum Beispiel oder so, wo wir ein bisschen was anbauen können. Ja, ist auch eine gute Idee. Außerhalb der Burg. Ist jetzt hier irgendwo noch Clay drin? Irgendwo habe ich noch Clay reingeschmissen, warte mal. Hier. Ich habe auch so welche im Inventar, warte, ich mach mal die Kiste voll. Stein, genau. Das Einzige, was wir nicht mehr haben, ist Stein. Da hatte ich jetzt noch 4 Stück, das war's. Okay, da habe ich noch, warte mal. So. Hier sind noch Steine drin. So. Ach, das waren die Steine, die ich direkt esse. Egal, sammeln wir. Ja. So, wo ist denn diese Construction-Treppe?
Welche ist denn das? Ist die Shortstone oder welche hast du benutzt? Nee, die Short nicht. Die, also nee, die richtige, die, ne? Die Short habe ich ganz unten rangesetzt an die erste Plattform. Hier oben sind die ganz normalen. Genau. Hier würde ich zum Beispiel noch eine draufsetzen. Dann hast du, kommst du hier locker über diesen kleinen Hügel hier drüber. Mit einer Foundation einfach drauf. So. Genau, perfekt. Dann kannst du hier locker nach hinten und bauen mit Foundation. Aber willst du jetzt, dass es auch komplett eine Treppe bis hier nach oben geht? Nein. Wo nach oben? Na also, hier jetzt überall Treppen ran. Na, wir müssen ja hier nach oben ein Stück bis zum Turm. Ich denke, dass der Turm hier so ungefähr anfängt. Also ich würde hier auf jeden Fall das noch erweitern. Okay, also die gleiche Höhe wie diese. Genau, dann. Genau. Dann hast du nämlich den Anfang vom, also der unterste Anfang vom Turm ungefähr. Und du kannst hier mit der Foundation locker nach hinten bauen. Das ist dann alles eine Ebene hier. Okay, jetzt kommt auf die Foundation. Komm. Warum kann ich, also weil du da stehst oder was? Ja. Na, guck mal, aber die ist zum Beispiel schon wieder hier im... Okay, das ist das Maximale, wo es geht. Also musst, wir müssen schon versuchen, ein bisschen rumzubauen. Die nächste ist schon wieder drin. Muss mal gucken. Ja, es ist wie gesagt, es wird nicht alles 100% passen, aber so ein bisschen müssen wir halt einfach schauen. Okay, na, aber das geht irgendwie, da würde ich das dahin. Also hier wird genügend Platz nach hinten sein, dass ich das ausnutzen kann. Ich überlege halt auch, ob ich wirklich bis hier hinten reingehen soll. Hm. Oder, naja. Ich will halt nur nicht, dass du jetzt dass du dann kommst so, ah nee, da wollte ich na. da und so, wisst ihr? Nee, ach Quatsch. Ich plane noch gar nicht, was innen drin kommt. Ich plane aktuell nur so ein bisschen grob die Umrisse, damit es nicht ganz krass scheiße aussieht. Ich habe aber auch gute Erfahrungen gemacht, einfach mit drauf losbauen und gucken, ob es aussieht. Es tut überhaupt nicht weh, die eine oder andere Treppe wieder abzubauen, weißt du, was ich meine? Ja. Einfach checken, was das Gelände hergibt und manchmal ist das so chaotisch schief, dass es dann optisch zumindest geil aussieht. Ja. Und dann okay. Nur vom Areal. Stell dir mal vor, das ist der Innenhof. Es wird noch links drumherum einfach komplett eine Mauer gebaut. Dann haben wir einen riesen Teil von Platz. Ja. Ja. Kommt Tom auch noch dazu? Tom ist übrigens der Biggie. Der wurde zeitlang Tom genannt, weil er einfach eine Orientierung hat wie eine Fleischwurst. Nur für dich als Info, wenn ich von TomTom spreche, wenn ihr Leute in meinem Stream TomTom Pfeile. Sagen. Pfeile. Pfeile? TomTom Add-on. Ja, genau. Der geplanmäßig kommt der nicht dazu, außer er überrascht mich irgendwann mit, ich habe mir das Spiel doch gekauft, aber aktuell ist nicht geplant. Okay. Ja gut, dann... Werde ich mal gucken, dass ich, weiß ich noch nicht, ob ich einrichte. Ich würde heute auch nicht so lange machen. Doch, eine Stunde meine ich. Hast du schon ein paar Mal gesagt. Naja, aber. Jo, ich glaube, ich gehe dann nochmal los und ziehe nochmal ein paar Sachen ran. Achso, so brauche ich den ganzen Kram ja nicht. Ich kann hier schon mal in die Kiste tun. Ach, stimmt, das war gar nicht wegen orientierungslos, sondern der hatte einfach ein Gedächtnis wie ein Sieb. Deswegen 5 Sekunden, Tom. Stimmt. Kennst du 5 Sekunden, Tom? Ach so. Nee. Ah, ich bin Tom. Was, du kennst 5 Sekunden, Tom nicht? Wow. Wissenslücke. Ich glaube, irgendeiner mit das mal. Wissenslücke, ja. Oh. Alles. Es gibt einen Film, der heißt 50 Erste Dates. Und da treffen sie einen Typen, der hat halt ein Kurzzeitgedächtnis von 5 Sekunden. Der vergisst alles, was älter als 5 Sekunden ist. Und er stellt sich jetzt ständig vor: Ah, ich bin Tom. das ist lustig. Ja, also ich kenne den 50 Erste Dates, kenne ich, dann werde ich den auch kennen. Ja, wahrscheinlich. Gut, dann werde ich mich hier oben mal verabschieden mit dieser glorreichen Aussicht. Das ist schon geil. Vor allem, weil du ungelogen da drüben auf den verkackten Berg, da siehst du jetzt schon so Umrisse eines Gebäudes von Leuten, die das Ding da gebaut haben. Und da unten im Tal auch schon welche, hinter dem Wald sogar. Du hast eine Sichtweite, die ist unnormal in diesem Spiel. Ja. Ist das geil. Man wird unsere Treppe von da drüben auch sehen. Oder unsere Burg. Natürlich wird man die sehen. Ach, geil. Geil. Das wird niemand glauben, dass wir das so zweit hier aus dem Nichts gestampft haben. Klar. Ja. Muss man wohl. Ja. Ist ja hier. So schaut's aus.
Ja, ich weiß halt nicht, wann ich bin, glaube ich, morgen auch wieder gegen. Ja, ich bin wahrscheinlich eh wieder vor dir, da, davon mal abgesehen, aber. Ja, das, da kann ich mit rechnen. Halt, Moment, wir haben Besuch. Wer bist du? Tool. Was? Tool. Google? Geh weg, Tool. Ja, manche Leute wollen halt gleich direkt immer irgendwie, die kommen immer rangeschissen und gucken, ob sie irgendwas ninjern können. Wahrscheinlich. Glaube ich. Oder er schreibt mich leider gleich an, dass wir uns verziehen sollen, weil das sein Farming-Spot ist. Ja, genau. Er steht und guckt. Ich wette, er ist gerade im Baumenü und impress the staff to huge base. Ja, okay, der war nett. Der hat einfach nur geguckt und gesagt, jo, krasses Teil zum Anfang. Aha. Vor allem, ich habe mir diesmal, guck mal, ich habe meinem Stream gesagt, allen Leuten gesagt, ich werde diesmal anders anfangen, ich werde klein bauen. Ja, hab ich gesagt. Ich baue nicht diesmal. Was soll ich sagen? Das stimmt wohl. Du bist nicht schuld. Ja. Naja. Naja. Was soll's. Ich habe mir das Spiel nicht gekauft, indem ich sage, ich baue mir jetzt eine kleine Holzhütte und bin damit zufrieden. Ich bitte dich. That's true. Oder? Nee, auch nicht. Ist doch noch klein, ja eben. Da geht noch viel mehr. Weißt du, ja, ach, übrigens, je größer der Clan wird, umso größer können wir bauen. Ich wollte es nur sagen. Genau, umso größer wird die Burg einfach. Ja. Dann denken die Leute so, oh, what the fuck's going on? We can see it. Zeitdieb, du hast wirklich ein tief sitzendes Problem. Das ist dir schon bewusst, oder? Ich? Nein, Zeitdieb. Ja. Ja. Absolut. So ein kleiner Pyromane ist da dann verloren gegangen. Ja, ja. Einfach alles zerstören, nochmal neu bauen. Wir müssen nochmal neu anfangen. Wir haben jetzt schon mal neu angefangen. Das stimmt. Excuse me. Das stimmt, das ist der Neuanfang schon. Das ist der, ja. Und ich glaube, das eine oder andere werde ich bis dahin, bis es fertig wird, auch schon nochmal abreißen und neu bauen müssen, weil es mir nicht gefällt. Das gehört dazu, zur Bauphase. Ja. Von daher, lass uns überraschen. So, also, Puppets, es war mir wieder ein inneres Fest, ne? Wir hören und sehen uns morgen, gehe ich von aus. Ne? Ey, wir haben den Plot, den einen Plan abgerissen, wo die ganzen Bienendinger standen. Ups. Nun. Da hat jemand gratis Honig jetzt gezogen. Sehr schön. Ja. Glaube ich zumindest. Also, weiß ich nicht, ob die noch hier stehen. Nee, das. Aber die ist so klein mittlerweile, dieses kleine, was übrig bleibt hier. Niedlich. Ja. Richtig winzig. Okay. Ich guck mal, ob da noch die Sachen noch in der Kiste drin sind, ob da einer echt so ein Lump gewesen ist. Nee. Wahnsinn. Geil. Hauptsache, der Hut ist noch da. Wichtig, dieser Hut. Bring mir den Hut mit. Ich hätte gerne Rüstungsstände, wo wir dann so Sachen aufstellen können. Hier ist sogar noch eine. Hier ist noch eine Axt drin, die. Aber das ist eine Kampfaxt und Speere und so. Hier ist noch genügend Zeug eigentlich. Ach, nimm mit einfach, was du tragen kannst. Destroy. 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 So, jetzt aber. Viel Spaß noch. Hau rein. Wir sehen uns. Nicht? Vielen Dank auch an die Leute, die zugeguckt haben, hängen geblieben sind und ordentlich auch Action im Chat gemacht haben. Vielen Dank fürs Zuschauen. Zeitdieb, gutes Nächtle. Und ja, reingehauen. Bis dann. Tschüss. Tschüss.